So, ich komme gleich aufs Thema, aber vorher eine kleine Einleitung. Change already comes with a Also huge diese cost. Weltpolitikverbrecher And we hier. have no time to lose in the transition to a clean economy. Und dass die vorgegebene Marschrichtung von Klaus Schwab und der UN doch Auswirkungen auf politische Entscheidungen hat, das macht sich daran deutlich, dass unsere hochgelobte Bundesregierung nun noch schneller bei der Agenda 2030 vorgehen möchte. Alles Das ist aber Verbrecher. bestimmt nur ein Zufall. Nur nochmal zur Erinnerung, was Klaus Schwab aus Versehen rausgerutscht ist. And I have to say, when I mention our names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. But what we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was on a risk. Das haben sie schon lange gemacht. Und zwar als Freimaurer. Als Freimaurer. Aber trotzdem, sie sagen es hier nochmal. At a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young global leaders of the World Economic Right. Forum. And that's true in Argentina too. Wow. Yeah. Sorry. Das sind Freimaurer und das sind Geheimgesellschaften und die unterwandern. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina and it's true in France now. I'm here with the president, with a young global leader. Man kann demokratisch noch etwas tun, um die immer weiter. Um das geht's jetzt. Was die sich, wie die sich die Lösung vorstellt von den Problemen. Fortschreitende Entmündigung des Bürgers einzudämmen. Man kann mit möglichst vielen Menschen darüber sprechen, damit sie aufwachen. Man kann wählen gehen. Man kann in Parteien eintreten. Wählen gehen, in Parteien eintreten. Ha, ha, ha. Wobei die einzige Partei, die sich in ihren Bundestagswahlprogrammen 2021 gegen den Great Reset gestellt hat, ist die AfD, was ich auch unter anderem für den Grund dafür halte, dass sie offiziell als rechtsextremistisch geframed werden. Jetzt interessiert mich, was du, lieber Zuseher, denkst, was man gegen die fortschreitende Erodierung unserer staatsbürgerlichen Rechte tun kann. Ja. Das kann ich sagen. Auf jeden Fall nicht die AfD, ist nicht die AfD die Lösung. Und ist auch nicht wählen die Lösung. Sondern die Lösung ist der Weltführer, das Universalgenie. Und ja, das sind totale Illusionen über eine Partei und über das Wählen, weil diese Parteien, die gehören zu einem dreckigen Spiel dazu. Und das ist nicht der Hort des Guten, praktisch. Das ist nicht die Lösung, diese Parteien. Die sind durch und durch vergiftet. Ja, und an der Stelle ist es ja so, dass ich auf meiner Website, beziehungsweise, wo haben wir denn die Kommentare hier. Also da, schade, wieder nichts Neues zur Sprengung der Reichsbrücke in Wien. Habe mich schon auf Neuigkeiten gefreut. Ja, das ist hier momentan etwas das Thema, weil ich habe jetzt genug praktisch, dass ich so viele Weltsensationen erwähnt habe, die aber nicht richtig wahrgenommen werden, praktisch. Die irgendwie untergehen zwischen irgendwelchen anderen Fällen. Und deshalb habe ich hier ein paar Sachen am Anfang hervorgehoben. Und ja, auf die gehe ich jetzt auch hier nochmal ein, praktisch. Das ist
da steht das Thema Sprengung der Wiener Reichsbrücke jetzt an erster Stelle. Aber es sind noch mehr Fälle. Wobei, gut, den Fall Rebecca Reusch, der hat eigentlich praktisch in der Liga nichts verloren. Der ist halt bekannt. Aber ich sag mal, das ist nicht vergleichbar mit dem Fall der Wiener Reichsbrücke zum Beispiel. Also, und da gehe ich jetzt nochmal drauf ein. Greift den Artikel heraus und Moment. So, also hier mal noch ein Video dazu. Das war die Wiener Reichsbrücke, Österreichs meistbefahrener Verkehrsader. Sie wurde 1934 bis 1937 erbaut und nach 1945 renoviert. Sonntag, 1.8.1976, 4.43 Uhr. Das Unfassbare kündigt sich wie durch ein Erdbeben an. Ein Heben und Senken des Brückenkörpers, ohne betäubendes Krachen, dann bricht die Brücke. Um 4.45 Uhr gab es einen donnerartigen Knall. Wir stürzten hinaus und sahen, dass die Reichsbrücke in ihrer gesamten Länge eingestürzt, in den Donnerstrom versunken war. Es schauten nur mehr Eisenteile heraus. Und in der Flussmitte ragte das Dach eines städtischen Autobusses heraus. Und auf dem, vermutlich der Chauffeur, kletterte auf den Wagen und hielt sich an Eisenteilen fest. Es erfolgten dann von dem rumänischen Fahrgastschiff Alte Liza, welches 50 Meter oberhalb der Reichsbrücke verheftet war, bereits die ersten Hilferufe, da ein Brückenteil auf das Heck des Schiffes gefallen war und dort ebenfalls Sachschaden anrichtete. Auf dem Schiff wird niemand verletzt. Unwahrscheinliches Glück haben drei junge Burschen und das gleich zweimal. Kurz vor der Reichsbrücke hat sich ihr stadtauswärts fahrender PKW auf der regennassen Fahrbahn überschlagen. Außer Beulen nur ein Radschaden. Kurz nach der Hilfeleistung durch zwei Pannenfahrer stürzt die Brücke ein. Alle fünf Personen kommen mit dem Schrecken davon. Noch im Morgengrauen wird am Sonntag im Rathaus ein Krisenstab gebildet. Entachtung! Bürgermeister Graz übernimmt. Diese Mafia! Maßnahmen werden umfangreiche Verkehrsumleitungen und die Errichtung von Bundesheer-Notbrücken beschlossen. Drei technische Untersuchungskommissionen nehmen sofort die Arbeit auf. Ihre Berichte sollen der Öffentlichkeit vorgelegt werden. Weitere Teams arbeiten Gutachten über die Zweckmäßigkeit der Provisorien, über einen raschen Neubau bzw. zur Verbesserung der bisherigen Überprüfungsmethoden aus. Okay, da kommt jetzt etwas nicht drin, was ich noch. Das kommt in dem drin, der Hanne. Da ist jetzt die Akustik schlecht, aber ich lasse das jetzt auch nochmal ablaufen hier. Brücke. Das habe ich früher mal aufgenommen. Das übernehme ich jetzt so. Muss es erst hier abspielen. Erst August 76 war das. Für die Örtlichkeit, so. Fahrzeuges nur mit Tod geborgen werden konnte. Die Ursache für das Einsturz wird aber mit Sicherheit ausgeschlossen. Ah, ja. Die Ursache des Einsturzes bleibt vorläufig unklar. Sabotage wird aber mit Sicherheit ausgeschlossen. Das ist. Hat der gerade gesagt. Okay. Ja. Also das ist jetzt einfach, die Akustik ist ein bisschen schlecht. Aber die haben schon am Morgen des Einsturzes haben die praktisch schon Sabotage ausgeschlossen. Frechheit, sage ich mal. Sowas zu behaupten. Zu so einer
Wenn man die Erfahrung gemacht hat in der Vergangenheit, dass man einem Idiotenvolk solche Sachen einfach andrehen kann, das sind also schlimme Zustände. So, jetzt weiter. Ich gehe nochmal ein bisschen zurück, weil das ist immer an diesem Ding so das Besondere. Dieses Erdreichten zu so einer Aussage. Wir haben noch keine Ahnung, aber Sabotage wird mit Sicherheit ausgeschlossen, sagt er. Mit Sicherheit. Wie kommt es zu so einer Frechheit, sage ich mal, sowas zu behaupten? Jetzt nochmal ein bisschen zurück, dass man das nochmal hört. So. Die Ursache des Einsturzes bleibt vorläufig unklar. Sabotage wird aber mit Sicherheit ausgeschlossen. Ja, okay, also das zu diesem Ding. Jetzt hat man ein bisschen einen Eindruck von dem Einsturz. Jetzt habe ich hier noch ein Video gefunden von einem Obrigkeitshörigen. Strohdummen Bauingenieur. Der hat irgendwas gelernt, aber der ist, was er hier in dem Video schreibt oder sagt, ist so strohdummer Blödsinn. Das ist wirklich, da muss man wirklich an das Beispiel des Kaisers Neue Kleider denken. Da drin, in dem Beispiel geht es ja darum, dass es wirklich auch dem Kaiser seine Experten sind auf diesen Schwachsinn reingefallen. Dem Kaiser seine Experten haben letzten Endes einem nackten Kaiser zugejubelt. Die haben ihren Verstand aufgegeben. Erst seine Experten und dann auch sein übriges Volk. Ja. Und das ist hier wirklich, wenn man sich das anschaut, was dieser Bauingenieur hier für einen Blödsinn labert, das ist wirklich die reine Gehirnwäsche. Dieses Ausmaß an Irrsinn und Schwachsinn, das wird uns noch öfters begegnen, auch beim Fall, beim Badewannenmord, im Fall Genditzki. Aber jetzt schauen wir erstmal das an. Team bestand aus mehreren Professoren und Zivilingenieuren, die in weiterer Folge dann knapp eine Woche nach dem Einsturz ihre erste Stellungnahme öffentlich gemacht haben. Als erstes konnten einmal einige Einsturzursachen ausgeschlossen werden. Und jetzt schaut euch an, mit was für einem Bullshit der das versucht. Unter anderem die Sprengung. Wäre die Brücke wirklich vorsätzlich gesprengt worden, dann hätte es bei den umliegenden Häusern oder auch bei dem Schiff, das sich zum Zeitpunkt des Einsturzes in der Nähe befand, massive Schäden geben müssen. Nein, hätte es nicht geben müssen. Es gibt verschiedene Arten, wie man etwas sprengen kann. Es gibt noch nicht nur die, was weiß ich, Bombenexplosion. Eine Bombenexplosion, die würde sowas Schäden an Gebäuden ausmachen. Aber doch nicht eine Schneidladung zum Beispiel. Da geht es ja um Metall. Eine Schneidladung. Das ist einfach ins Blaue geredeter Bullshit. Das ist einfach, und vor allem, ich bringe ja den Beweis noch, es ist ja die Einleitung, ich informiere jetzt nur grob über das Ganze, ich bringe ja den Beweis, aber mit so einem Schwachsinn, dieser Mann, dieser sympathische junge Mann, dem gehört Berufsverbot, das ist ja gemeingefährlich, was der redet. Der will Bauingenieur sein. Dem fehlt ein Mindestmaß an Charakterstärke für eine Entscheiderposition, wo man Verantwortung hat. Dem kann man die Schaufel in die Hand geben. Berufsverbot als Ingenieur. Und die gab es allerdings nicht. Auch ein Erdbeben konnte ausgeschlossen werden, weil zum Zeitpunkt des Einsturzes kein Erdbeben von der Zentralanstalt für Geodynamik gemessen wurde. Das ist klar, Erdbeben war es nicht, aber bei der Erdbebenwarte sind Erschütterungen gemessen worden, wie sie praktisch zu einer Sprengung passen.
Und auch andere Einflüsse, wie zum Beispiel das Reißen der Kette oder das Rosten der Stahlkonstruktion, konnten ausgeschlossen werden, natürlich, weil man die Bauteile vor Ort untersucht hat und die Untersuchungen ergeben haben, dass die Bauteile eigentlich noch funktionstüchtig waren. Es war eine Sprengung. Also muss es eine andere Einschutzursache geben, die für das schreckliche Unglück verantwortlich war. Bei den ersten Untersuchungen direkt nach dem Einsturz hat sich gezeigt, dass ein Brückenpfeiler bei der Reichsbrücke auffällig zerstört war. Wie man hier sehr gut erkennen kann, ist bei diesem Pfeiler der ganze Bereich vom Auflager in einem Winkel von 60 Grad komplett abgeglitten. Ja, weil es gesprengt wurde. Es handelt sich dabei um den linken Strompfeiler. Nicht abgeglitten. Und was für ein Scheiß der redet, das erkennt man schon, weil hier praktisch das Innere, das Dunkle ist die Betonfüllung. Und das, das da am Rand, das ist die Ummauerung praktisch von dem Pfeiler. Aus Granitblöcke oder was. Und allein schon, wie die Granitblöcke hier, wie der Riss praktisch durch den Granit durchgegangen ist, das beweist schon praktisch, wie gut der Beton war. Und das ist unmöglich, undenkbar, was der hier redet, dass hier was abgeglitten wäre. Das ist reiner Bullshit. Der Kerl gehört weggesperrt. Ich sag mal, wie kann man so einen Blödsinn im Volk erzählen? Klar, wenn jetzt irgendwelche Hausfrau hier mich da sehen, wie ich mich aufreg. Gut, ich bin nicht fertig studierter Bauingenieur, aber ich habe auch 4 Semester Bauingenieur studiert. Und ich habe einen gesunden Menschenverstand. Und was der hier redet, ist der reine Unsinn. Der reine pure Unsinn. Und das Auflager war jenes auf der stromabwärtigen Seite im Expertenbereich. Der Mann ist gehirngewaschen. Ich sag mal, der muss aus der normalen menschlichen Gesellschaft entfernt werden, in gewisser Weise, aus jeder Entscheidungsposition. Das ist eine gemeingefährliche Dummheit. Am 9. August wurde dann vermutet, dass genau dieser Brückenpfeiler der Hauptgrund für den Einsturz gewesen ist. Genauer gesagt hat man Folgendes vermutet. Das gesamte Gewicht der Brücke, also sowohl das Gewicht von der Brücke selbst, als auch das Gewicht von zum Beispiel den Fahrzeugen auf der Brücke, wurde im Wesentlichen von den beiden Brückenpfeilern abgetragen. Das Gewicht ist dabei sowohl von den Hauptträgern in die Brückenpfeiler und den unteren Lagerkörper bestanden. Alles lauter dummes Geschwätz. Dummes Geschwätz. Der Bereich des Trägerrostes ausgebrochen ist und dass hier im Bereich des unbewehrten Betons ein Betonkeil sei abgebrochen. Das ist völliger Quatsch. Das ist undenkbarer Unsinn. Undenkbarer Unsinn. Das ist jenseits von allem, was man sich vorstellen kann, wie ein Mensch praktisch, das ist ein Mysterium, wie der Bauingenieur werden konnte und so dumm sein. Das ist mysteriös. Das ist reiner Unsinn. Das ist reiner Unsinn, dass ein Betonkeil abbricht. Wo ein Beispiel für so etwas das soll man mir mal jemand sagen, wo so etwas passiert sein soll, sowas da. Gut, man kann natürlich einen Beton beliebig schlecht machen. Das ist klar, rein theoretisch kann man einen Beton beliebig schlecht machen, dass irgendwann auch mal irgendwas zusammenkracht. Aber es handelt sich dabei wie gesagt, dann hat man nicht sowas dahin. Das, was man hier sieht, ist das Anzeichen eines vorzüglichen, eines perfekten Betons. Wenn der Beton schlecht gewesen wäre, dann hätte er sich gar nicht mit diese Natursteinquader hier so absolut kraftschlüssig verbunden. Dann wären praktisch die Steine hier als Ganzes weggeflogen. Ich habe das auch, ich will es jetzt nicht zu lang machen, weil dann sind wieder die Frauen oder was, oder die sich mit dem nicht so und so weiter. Also ich habe hier mal Beispiele gebracht. Das ist die Stelle von dem Dings und da bin ich auch auf das eingegangen und habe gesagt, okay, schaut euch an, das sind jetzt kaputte Fliesen.
So, wenn es die Verbindung, also das, der Mörtler oder so, wenn das schlecht ist, dann brechen dann können sich die Platten komplett lösen, versteht ihr? Dann gehen sie gar nicht kaputt, dann lösen sie sich komplett. So hätten sich auch diese Steine dahin, die Mauersteine drumherum, so hätten die sich als komplette Steine gelöst, versteht ihr? Das hätte bewiesen, dass die Verbindung zu dem Inneren und der Beton innen, dass das schlecht wäre. Aber was man hier sieht, das geht ja quer durch diese Natursteine, durch den Riss. Das ist etwas, wie wenn man jetzt hier sowas hat, wenn man die Fliese gar nicht mehr wegbekommt praktisch und wenn man draufschlägt, dann brechen die praktisch so schräg, auch teilweise schräg durch oder, versteht ihr, da geht der Riss teilweise durch die Fliese selber durch. Und das ist ein Beweis, wie gut die Verbindung, wie gut der Mörtel ist, wie gut die Verbindung ist. Also das ist eine reine Gauklernummer, eine reine Verbrechernummer. Und jetzt kommen wir mal aber zum entscheidenden Beweis. Also da sieht man die Brücke und dort hinten ist die Sprengung vorgenommen worden, an dem Pfeiler. Und dann ist die Brücke natürlich praktisch... dann ist sie runtergekracht und hat natürlich auf dem Beton aufgeschlagen und dann hat's natürlich etwas weg. Versteht ihr, da ist der ganze Brücke ist an der Stelle runtergekracht, wo praktisch der unfähige Dingsbums, der sagt nachher, praktisch, das ist einfach so, ist das abgerutscht, dieses Teil. Das ist der allergrößte Blödsinn. An Peter und Kelze abgerutscht. Und das mitten in der Nacht, versteht ihr, tagsüber sind Straßenbahnen gefahren, tausende Autos, die ganze Brücke war voll und belastet. Und nicht nur das Gewicht, sondern auch die Bewegung von dem Ganzen. Und, aber da ist nichts passiert. Nachts, wo alles ruhig war, plötzlich sei hier der Betonkeil abgekracht. Das ist so ein bizarrer Bullshit, der dem Volk hier erzählt wird. Das ist reiner Unsinn. Und jetzt muss man auch manchmal wieder was schließen, hier, dass es übersichtlich bleibt. Okay, Moment. Das sind eben die Bilder hier. Das ist wieder und dann versteht ihr, das Ganze ist runtergekommen. Und dann, da ist es gesprengt worden. Da ist es gesprengt worden, in dem Bereich hier, die Brücke. Und dann ist natürlich die ganze Brücke runtergekommen, hat er draufgeschlagen. Und dann durch diese Wahnsinnskräfte praktisch, dieser Sprengung und dieses Runterkrachen von der ganzen Brücke, erst dadurch hat sich hier etwas abgerissen. Anzunehmen, ein Beton praktisch würde einfach so quer durch als Keil abbrechen, das ist die Fantasie eines Kindes. Dieser Typ, ich kann gar nicht sagen, wie der, das ist irgendwie, wie soll man sagen, solche Typen sind für ein Volk der Untergang. Das ist, wenn er auch so, der nette junge Mann, meint man hier, aber der redet so einen Scheißdreck, das ist so ein Hurencharakter, so ein Hurengeist, so praktisch sein Verstand prostituieren mit dem Teufel und mit der Strohdummheit und mit dem Verbrechertum. Das ist abscheulich, abscheulich. Okay, damit wende ich mich jetzt von diesem Dreck hier ab. Und jetzt kommen wir zu den Beweisen.
Also das ist da Hanna praktisch. So hat es ausgesehen. Nur eben dort hinten auf der anderen Seite und im Fluss drin. Aber das ist das gleiche Art von Brückenlager. Und so an so einer Stelle hat man die Sprengung angebracht. Und später hat man dabei etwas untersucht. Das eigentliche Teil hat irgendwie geheißen, hätte sie gar nicht mehr gefunden, aber vielleicht haben sie es auch später gefunden. Auf jeden Fall haben sie es letztlich doch eine Untersuchung gemacht und dann ist das ein Text aus dem Originalgutachter von dieser Gutachterkommission. Und da wird eben dieser Blödsinn erzählt, dass der Brückenpfeiler irgendwie zusammengekracht ist und dann war kein Pfeiler mehr da und dann ist das Ganze so in der Luft gehängt mit viel Spannung und dann ist zusammengekracht. Und dann sagt er, dies wird auch durch die im Bereich Bericht B4.8 und in Z4.3 gebrachten Bruchbilder und durch das Auftreten Neumannscher Bänder in den Schliffbildern bestätigt. Und das ist jetzt das Entscheidende. Das ist der entscheidende Punkt. Das Auftreten von Neumannschen Bändern in den Schliffbildern. Und jetzt kann man sich einfach erkundigen, was, also Neumannsche Linien und Neumannsche Bänder sind das Gleiche. Und wenn man sich erkundigt, einfach was das ist, dann steht hier, Neumannsche Linien treten auch zum Beispiel in der Gitterstruktur von durch Detonation umgeformten Metallen auf. Hier dienen sie unter anderem den Nachweis einer sprengtechnischen Einwirkung auf Bauteile. Sie entstehen durch Kompression des mikrostrukturellen Metallgitters. Das ist das Entscheidende jetzt. Versteht ihr? Das ist das Entscheidende. Wir haben es hier mit dummen Bauingenieuren zu tun. Und die haben ein Gutachten vorliegen gehabt eines Metallographie-Professors. Und das ist der eigentliche Experte für das Thema, ob es eine Sprengung gab. Und der hat Neumannsche Bänder festgestellt. Und dann haben es diese beschissenen Bauingenieure praktisch, haben die ihre Diagnose draus gemacht. Dann haben die gesagt, ja, also entweder haben sie einfach keine Ahnung gehabt, was Neumannsche Bänder sind, oder sie haben die Frechheit gehabt, wirklich die Nation zu belügen und zu verarschen. Weil was die hier gesagt haben, ist reiner Bullshit. Und ihr als Volk lasst euch verarschen. Versteht ihr? Hier wird die Realität auf den Kopf gestellt. Der eigentliche Experte ist der praktisch dieses metallographische Gutachten gemacht hat. Und nämlich das Auftreten Neumannscher Bänder in den Schliffbildern. Das macht ein Metallograph. Das ist das Fachgebiet der Metallographie. Da wird unter dem Elektronenmikroskop das Metall untersucht. Und diese Neumannschen Bänder, die man dann da praktisch erkannt hat, das ist der Beweis einer Sprengung. Versteht ihr? Hier wird die Wissenschaft auf den Kopf gestellt. Es wird etwas behauptet, nämlich es war keine Sprengung. Und das wird aber, dafür wird aber als Begründung etwas herangezogen, was in Wahrheit der Beweis einer Sprengung ist. Versteht ihr, wie verrückt das ist? Das ist Realsatire. Und jetzt nochmal, ich sage ja, ich will auch die der Hanna ansprechen, weil die ist gar nicht so dumm in vielem, der Hanna, mit ihrem Dings. Aber versteht ihr, das Ende von der ihrem Verstand ist es zu sagen, wählt die AfD. Die Cassandra Sommer hat nicht mehr im Kopf praktisch. Da hört bei ihr auf, wählt die AfD. Nein, die AfD ist nicht die Lösung. Die AfD ist nicht die Lösung. Ich habe mich schon öfters an die AfD gewandt, aber in keinem Fall hätten die irgendwas, eine vernünftige Reaktion gezeigt. Die AfD und unsere politischen Parteien, das ist praktisch eine gleiche Elite des Schwachsinns. Und die sind nur etwas praktisch damit für alle Leute im Volk irgendwas ist, wo sie wählen können und sie praktisch in dieser
Käseglocke oder wie auch immer man dazu sagen will, da drin bleiben. Das ist alles, das ist keine Lösung mit dieser AfD. Und das ist ein Fall, der, und jetzt, Moment, jetzt kommen wir nochmal. Wie gesagt, ich habe das seit 2017 schon rausgefunden, habe es den Medien gesagt, kein Dings bekommen, kein Gehör. Dann habe ich praktisch immer mal wieder jemand angeschrieben, wenn es so alternative Medien gab, wo mir über den Weg gelaufen sind, auch dem Report 24. Und dann hat der Machel da war zuerst interessiert, dann hat es geheißen, ich soll ein Dings schreiben, einen Gastautorartikel, dann habe ich das geschrieben und dann hat es geheißen, ja, das kommt am Wochenende, wird es veröffentlicht und dann haben sie nichts veröffentlicht und haben mich vertröstet und am Schluss praktisch einen Rückzieher gemacht. Das ist ein staatlicher Terrorismus mit dem Motiv, dass diese Dings, das steht ja auch im anderen Artikel drin, das ist jetzt nicht auf meiner Mischte gewachsen, sondern da haben auch schon in diesem Artikel hier praktisch, hat dieser Alwin Schönberger, ist darauf eingegangen, dass es praktisch als stürze die Brücke ein, weil die niedere Lage die Errichtung der Staustufe Freudenau unmöglich gemacht hätte, Fragezeichen. Da zum Thema Motiv kann man diesen Artikel hier lesen. Und da kommt noch manches andere Interessante drin. Aber auch den Schönberger habe ich später informiert über meine Sache. Versteht ihr? Der ist nicht drauf eingegangen. Der hat nicht geantwortet inhaltlich. Das ist praktisch so ein Drecksjournalismus, so ein hirnloser Drecksjournalismus. Der ist zu nichts nütze. So wie ich irgendwie herankomme an solche Drecksjournalisten, dann hören sie auf zu denken. Dann hört es auf in ihrem Hirn. Und das ist auch das, warum ich mittlerweile sage, es gibt hier nur die Babysitterkratie und den Weltführer, weil ihr seid für eine Demokratie gar nicht in der Lage. Ihr seid geistiges Hosenscheißertum. Versteht ihr? Ich habe sie alle abgeklappert. Die Eliten, wenn ich jetzt, sage ich mal, mit dem, was ich hier rausgefunden hätte, ich hätte mal 20, 30 Journalisten überzeugt und dann wären die auf meiner Seite und hätten mich unterstützt und dann gäbe es halt noch irgendeine Übermacht, die dem entgegensteht und so weiter. Aber wenn man das dann praktisch irgendwann mal überwunden hätte, dann könnte man sagen, ja, okay, jetzt machen wir unsere eigene Regierung, echte Demokratie und dann hätten wir aber irgendeine Gruppe, wo man sagen kann, okay, die haben sich bewährt, die haben Hirn gezeigt. Dann kann man sagen, okay, ich bin nicht der Einzige. Dann kann man als ein Team was irgendwas machen. Aber ich bin der Einzige, versteht ihr? Ich gegen die Welt. Ich sag's denen allen. Ich sag's denen allen seit so vielen Jahren. Ich bin nicht morgens aufgestanden und habe gesagt, jetzt bin ich der Weltführer. Versteht ihr? Ich habe in vielen kleinen Dingen immer wieder mit Argumenten gekommen und bin abgeprallt an einer Idiotenmenschheit. Versteht ihr? Der Alwin Schönberger ist jetzt einer, der ja eigentlich praktisch kritisch ist. Der ja eher so dazu neigt, dass es eine Sprengung war und der hier was aufdeckt. Ja, und ich kann es beweisen, versteht ihr? Ich kann beweisen, das, was er hier nur so rumunkt. Und auf mich reagiert er gar nicht. Versteht ihr, was ich für verrückte Erfahrungen mache mit dieser Drecksmenschheit? Wohin ich komme, treffe ich auf Idioten. Diese Gesellschaft, versteht ihr, die meint, man könnte die AfD wählen. Wie viel vernünftige Leute müsste es denn auf der Welt geben?
dass es eine Partei geben würde, sogar. Wo sind denn die? Ich treffe keinen einzigen. Ich treffe keinen einzigen. Es gibt es nicht. Versteht ihr? Das mit meinen Erfahrungen ist das nicht zu vereinbaren. Es gibt nicht mal einen einzigen, Fräulein, es gibt nicht mal einen einzigen klardenkenden Menschen auf diesem Planet außer mir. Wie kann ich? Ja gut, das ist ein bisschen extrem ausgedrückt. Nee, das ist ein bisschen extrem ausgedrückt, aber trotzdem. Es gibt keinen einzigen Mitstreiter. Und wenn es die noch mal gibt, dann ändert sich an dem nichts mehr. Versteht ihr? Ich seit so vielen Jahren, und der Fall der Wiener Reichsbrücke ist auch nur ein Thema von vielen. Seit so vielen Jahren bin ich der absolute Einzige. Es gibt keinen Mitstreiter. Versteht ihr? Alle sind zu blöd. Auch so einer wie den Alwin Schönberger habe ich kontaktiert. Aber sie sind alle zu blöd, als ob sie vom Teufel ins Hirn geschissen sind. Auf eine mystische Weise. Ihr seid als Menschheit dümmer, als Gott euch geschaffen hat. Ihr seid vom Teufel ins Hirn geschissen. Wirklich wahr. Und nochmal, ich sage, ich habe schon so oft Leute gesagt, schreibt diese Scheißjournalisten an. Schreibt sie an, kontaktiert sie. Und wie der Teufel des Weihwasser. Der Teufel hat keine Angst in Wahrheit vom Weihwasser. Das ist ein dummer Vergleich. Aber wie man es aus diesem Vergleich kennt, wie der Teufel des Weihwassers, so meidet diese ganzen Arschlöcher, denen ich begegne, das Thema Wiener Reichsbrücke und etwas zu tun, etwas Konkretes zu tun. Ihr müsst aufstehen, ihr müsst praktisch die ersten Menschen werden auf diesem Planeten nach mir, die anfangen zu denken. Ihr seid ein Abschaum, ihr seid ein Abschaum-Idiotenvolk, versteht ihr? Es steht schwarz und weiß im Gutachten, diese Situation, dass es ein Dings war, eine Sprengung. Neumannsche Linien sind der Beweis einer Sprengung. Da gibt's keinen Weg vorbei. Ihr seid ein Trauerspiel. Ihr seid als Menschheit wirklich ein Abschaum. Ein Abschaum. Und die meint, man könnte wählen gehen, man könnte einer Partei beitreten. Bullshit! Bullshit! Und deshalb, ich werde die Frau konfrontieren mit dem Video. Und dann sage ich euch, wie sie reagiert hat. Weil, wenn du das anschaust, ist das gar nicht, was die so manchmal redet, ist das gar nicht, das ist nicht die Dümmste. Aber die Leute, wie gesagt, ob es jetzt dieser Alwin Schönberger ist oder was auch immer, in dem Moment, wo ich sie kontaktiere, die Leute, dann treffe ich ausnahmslos auf hirnverschissenen Abschaum. So, und das ist jetzt das Thema der Wiener Reichsbrücke. Und es gibt ja noch mehrere Sachen. In einem Video vor ein paar Tagen habe ich praktisch erklärt, wie ich zu diesem Fall gekommen bin. Weil zu diesem Fall in der Wiener Reichsbrücke bin ich gekommen. Das ist jetzt, glaube ich, ja gar nicht der... der Fall Duncan McPherson ist da gar nicht jetzt aufgeführt. Den könnte man auch noch erwähnen. Und auch da bin ich jetzt mittlerweile da war ich anfangs auf Seite 1 und jetzt bin ich abgerutscht auf Seite 2. Aber das ist jetzt noch nicht, das betrachte ich nicht als Zensur, da gab es keine Zensur, sondern das ist jetzt etwas, wo wirklich der Dummheit der Gesellschaft geschuldet ist. Jetzt kann man es mal, also ich habe ja schon mehrere Sachen gezeigt, wo es tatsächlich um Zensur gegangen ist.
Jetzt kann man mal, ich habe das mit dem Fall Duncan McPhee noch nie überprüft, aber wenn man jetzt bei Bing schaut, ist es normalerweise, dann sieht man, was bei Google an Zensur gibt. Aber ich denke, das ist keine Zensur praktisch. Das ist praktisch das Ergebnis der Dummheit der Bevölkerung. Aber jetzt geben wir mal Duncan. Ja, obwohl, weil es ist so, gut, andersrum, es gibt Fälle, da gehe ich davon aus, dass praktisch sogar von den Behörden, wie zum Beispiel im Fall Maya Rutsch und so weiter, das ist richterlich praktisch, aber was eingegriffen, da gibt es solche Zensur. Im Fall Duncan McPherson habe ich hier jetzt die Position, wie ich sie früher auch bei Google hatte. Das ist mal 1, 2, 3. An Position 3. Das ist meine Position, wie ich bei Google gelistet bin, ohne dass es praktisch das Zensur stattfindet. Und ich sage es immer wieder, mein Provider hat mir erklärt, Google verkauft seine Suchergebnisse an andere Suchmaschinen, wie zum Beispiel Bing, und verkauft seine Suchergebnisse unzensiert. Das heißt, was Bing hier hat, ist das Unzensierte, wie praktisch Google mich erlisten würde aufgrund seines normalen Algorithmus. Und dann wenn jetzt Google irgendwelche Leute sich beschweren, irgendwelche Rechtsanwälte oder irgendwas so, und dann ist es schon vorgekommen, dass sie praktisch mir was auch geschrieben haben oder so und es nachvollziehbar zensiert wurde. Aber es wird manchmal auch einfach praktisch redaktionell, unabhängig vom Algorithmus, wird es zurückgestuft. Und das ist hier der Fall. Es ist jetzt tatsächlich auch hier der Fall. Dass ich hier auf Seite 2 bin, ist schon praktisch eine Google-Zensur. Weil die wahre Listung sieht man bei Bing. Okay, aber gut, jetzt rufen wir den Fall einfach auf. In diesem Fall, das ist einer... Also nochmal, nur weil die spreche ich auch konkret an. Das ist etwas, das ist staatlich, was, halt mal, jetzt ist das praktisch, wenn du das ein bisschen schnell bewegst, dann wird es hier gleich immer. Ach du Scheißdreck. Hier in diesem Artikel habe ich auch praktisch, man muss ja dann auch erklären, wenn man sagt, okay, das war das Motiv der staatlichen Stellen, warum sie die Brücke weghaben wollten, wegen dem Bau der Staustufe für Freudenau, wodurch der Wasserspiegel der Donau sich geändert hat, hat später, als sie gebaut wurde, und dadurch wäre bei der alten Reichsbrücke die Durchfahrtshöhe für die Schiffe nicht mehr gewährleistet gewesen. Und das wird praktisch, wurde als Motiv genannt. Ja, und dann fragt man sich, ja, und wer hat's denn gesprengt? Wer soll's denn gesprengt haben? Ja, und da muss man sich einfach, genau kann ich das auch nicht sagen, aber ich weiß praktisch ein Beispiel, wie staatlicher Terrorismus umgesetzt wurde.
Und das ist eben der Dings gewesen, diese Operation Gladio. Da hat dieser ehemalige italienische Präsident Andreotti hat sich 1990 an das Europaparlament gewandt und hat sein Wissen offenbart über diese staatliche Terrorgruppen, die dann auch beim Bahnhof von Bologna 85 Menschen umgebracht haben. Und über Operation Gladio, Moment, ich empfehle in dem Zusammenhang diesen Film Terrorstorm. Schauen wir mal kurz rein. Beginnen die Bürger zu verstehen, dass Regierungen in der Menschheitsgeschichte regelmäßig Angst benutzen, um die Bevölkerung zur Akzeptanz von völliger Tyrannei zu bewegen. Der 11. September. Ausweise. Big Brother. Der Irakkrieg. Die 7-7-Anschläge in London. Die Invasion Irans. Alle diese Dinge hängen zusammen. In vergangenen Filmen haben wir uns hauptsächlich mit 9-11 beschäftigt, dem fundamentalen Ereignis, welches für die derzeitigen geopolitischen Strukturen den Vorwand lieferte. Das Schlauste wäre es zu sprengen. Und sie trafen diese Entscheidung, es zu sprengen, und wir sahen zu, wie das Gebäude einstürzte. Also Sprengung, die wird Wochen und Monate lang vorbereitet. Als ob das hier so während dem hier gerade ist ein Feuer ausgebrochen. Und dann hätte sie halt gesagt, komm, bevor wir das Gebäude löschen, dann sprengen wir es halt. Und dann hätten sie halt auf den Knopf gedrückt und plötzlich hat sie die Luft. Das ist Schwachsinn, versteht ihr? Eine Sprengung, die wird Wochen und Monate vorbereitet. Landesweite Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der westlichen Bevölkerung glaubt. Aber nicht von einer Person, von was weiß ich, 50 Leute arbeiten da Wochen und Monate dran. Die offizielle Version der Ereignisse von 9-11 ist eine Täuschung. Von dieser Mehrheit wiederum glaubt der größte Teil sogar, dass 9-11 ein Inside-Job gewesen ist. Aber die Establishment-Presse bekämpft trotzdem immer noch jede alternative Meinung über 9-11. In diesem Dokumentarfilm betrachten wir zunächst historische Ereignisse, bei denen Regierungsterror nicht debattierbar ist. Historische Ereignisse, bei denen Regierungsterror nicht debattierbar ist. Die Unterstützung von Terrorismus wird von westlichen Regierungen sogar offen zugegeben. In der jüngeren Geschichte gibt es hunderte Beispiele von Regierungsterror, auch bezeichnet als Operationen unter falscher Flagge. Wir beginnen mit 5 Beispielen aus der Vergangenheit. Dann beschäftigen wir uns mit Fällen jüngeren Datums. Was bezeichnet man als Operation unter falscher Flagge? Die Definition laut Enzyklopädie: geheime Operationen, die von Regierungen, Konzernen oder anderen Organisationen durchgeführt werden und die erscheinen sollen, als wären sie von anderen Gruppierungen durchgeführt worden. Der Begriff stammt von militärischem Konzept ab, Erkennungszeichen von fremden Ländern zu verwenden. Es gibt viele Varianten von Operationen unter falscher Flagge. Bei der populärsten Variante führt man einen Terroranschlag aus und macht anschließend seine politischen Gegner dafür verantwortlich. Einer der bekanntesten Fälle von Operationen unter falscher Flagge fand statt am 27. Februar 1933 und ging aus vom neu gewählten Adolf Hitler. Nazi-Dokumente, die am Ende des Zweiten Weltkriegs gefunden wurden, und Zeugenaussagen während der Nürnberger Prozesse enthüllten, was viele Historiker bereits vermutet hatten. Hermann Göring hatte den Reichstag in Brand stecken lassen. Die Nazis präsentierten Marinus Wanderlöbe als Sündenbock, ein junger, geistig behinderter Mann, der in einer Straße hinter dem Reichstag nackt herumrollte, als man ihn fand. Man befand Wanderlöbe in einem Schauprozess für schuldig und verurteilte ihn zum Tode. Er wurde am 10. Januar 1934 geköpft. Hitler benutzte die Krise, die er selbst geschaffen hatte, um Gesetze verabschieden zu können. Achtung! Hitler benutzte die Krise, die er selbst geschaffen hatte, um Gesetze verabschieden zu können. Welche dem USA Patriot Act ähnlich sind. Hitler wurde zum Diktator und hatte die Welt im Visier. Im März 1939 hatte Hitler bereits die Tschechoslowakei und Österreich eingenommen. Hitler wollte sein Reich nach Osteuropa ausdehnen und Polen annektieren, aber er wollte nicht als Aggressor erscheinen. Hitler benötigte einen Vorwand, um Polen anzugreifen.
Heinrich Himmler fasste einen Plan namens Operation Himmler. Am 31. August 1939 wurde ein Gefangener aus einem Konzentrationslager genommen, in eine polnische Uniform gesteckt, nach Gleiwitz an der deutsch-polnischen Grenze gebracht und dort erschossen. Die Szene sollte wirken wie ein polnischer Angriff auf eine deutsche Funkstation. Das Bild des vermeintlichen polnischen Soldaten ging in die deutschen Medien. Hitler hatte seinen Vorwand, um Polen anzugreifen, und der Albtraum des Zweiten Weltkriegs hatte begonnen. Versteht ihr? Dieses sich selber irgendwie angreifen, das ist... Und jetzt werden noch viele andere Beispiele genannt. Da im Iran wurde ein Präsident gestürzt, indem er praktisch... hat man Flugblätter geschrieben... Nieder mit Allah, es lebe der Kommunismus, Unterschrift Mossadegh. So primitiv hat man praktisch den Präsident, gewählten Präsident verleumdet und hat einen Volksaufstand gemacht. Das hat der CIA gemacht und hat später zugegeben und war stolz drauf, praktisch, wie dumm die Iraner waren. Schon britische Geheimdienst Operation okay. Ajax Station war Kermit Roosevelt, der Enkel des ehemaligen Präsidenten Theodore Roosevelt. Das war der Leiter. Terroranschläge, die Provokationen beinhalteten, Propaganda, Demonstrationen, Bestechungen, illegale Beeinflussung und Operatoren machten Mossadegh dafür verantwortlich. Sie attackierten eine Moschee, feuerten mit Maschinengewehren in Menschenmengen und verteilten tausende Handzettel, auf denen stand: Es lebe Mossadegh, es lebe der Kommunismus, nieder mit Allah. Nieder mit Allah. Im Iran Flugblätterverteiler als Präsident, nieder mit Allah. Die glauben das, die Idioten. Und die Tode in vielen anderen. Bombenanschläge in Italien, Westeuropa, Heimdiensten. Ja, jetzt kommt das. Operation Gladio war der Oberbegriff für hunderte Bombenanschläge, die von westlichen Geheimdiensten und der NATO durchgeführt wurden. Anschläge in Italien, Westeuropa, dem Mittleren Osten, Lateinamerika und Asien. Das sind jetzt die Leute. Das sind die Leute, wenn man fragt, ja, wer soll's denn gesprengt haben, die Wiener Reichsbrücke? Ich war nicht dabei, aber das sind die Leute, die im Westen praktisch für die westlichen Regierungen Terroranschläge durchführen. Das sind die Leute, die praktisch das World Trade Center gesprengt haben. Also natürlich gab es noch die Flugzeuge, aber die Flugzeuge haben es nicht zum Einsturz gebracht, auch nicht das Feuer, sondern die Gebäude sind gesprengt worden. Und das haben die, solche Terror, das sind diese Leute praktisch. Also hier teilweise eben der CIA und eben dieses Operation Gladio in Europa. Zwischen 1947 und 1981 gaben italienische Präsidenten Operation Gladio zu. Unschuldige Zivilisten wurden getötet und für die Attacken dann Kommunisten und Linke verantwortlich gemacht. Am 22. November 1990 verurteilte das Europaparlament in einer Resolution die Aktivitäten von Operation Gladio. Der ehemalige Geheimdienstchef Italiens hat ebenfalls über Operation Gladio ausgepackt. Viele andere Regierungen haben Dokumente der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es ist offiziell, die US-Regierung und andere westliche Regierungen bombardierten Busse, Züge, ja. Schulen, ja. Gelegentlich sogar Schulbusse, da Bilder von toten Kindern die Bevölkerung am wütendsten machen, Bürger am ehesten dazu bereit machen, ihre Freiheiten aufzugeben. Der Anschlag auf den Hauptbahnhof im italienischen Bologna am Morgen des 2. August 1980, welcher 85 Menschen tötete und mehr als 200 verletzte. Jetzt habe ich hier kurz falsch gedrückt, hat vielleicht was gefehlt, ich muss noch mal ein bisschen zurück. Weil ich wollte jetzt eigentlich das Video anhalten, dabei habe ich praktisch die Aufnahme angehalten. Also, sorry. Operation Gladio war der Oberbegriff für hunderte Bombenanschläge, die von westlichen Geheimdiensten und der NATO durchgeführt wurden. Anschläge in Italien, Westeuropa, dem Mittleren Osten, Lateinamerika und Asien. Zwischen 1947 und 1981 gaben italienische Präsidenten Operation Gladio zu.
Unschuldige Zivilisten wurden getötet und für die Attacken dann Kommunisten und Linke verantwortlich gemacht. Also wer das jetzt letztlich, wo jetzt die Täter zuzuordnen sind, ob links oder rechts oder gar nicht links oder rechts, sondern einfach nur satanistisch, das lassen wir mal offen. Aber auf jeden Fall sind das praktisch diese Gruppen von staatlich, das sind staatliche Terroristen praktisch. Das sind Terroristen im Auftrag, also aus Geheimdiensten heraus. Diese Legende da mit, dass dieses eine NATO-Stay-Behind-Armee und so weiter. Das ist eine Legende. Wir haben praktisch Verbrechereliten und diese stehen einem Verbrecherstaat vor. Und diese Verbrecher haben eben ihre eigenen Mördertruppen. Und das sind diese Kreise. Am 22. November 1990 verurteilte das Europaparlament in einer Resolution die Aktivitäten von Operation Gladio. Der ehemalige Geheimdienstchef Italiens hat ebenfalls über Operation Gladio ausgepackt. Viele andere Regierungen haben Dokumente der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es ist offiziell, die US-Regierung und andere westliche Regierungen bombardierten Busse, Züge, Schulen, gelegentlich sogar Schulbusse, da Bilder von toten Kindern die Bevölkerung am wütendsten machen und die Bürger am ehesten dazu bereit machen, ihre Freiheiten aufzugeben. Ein besonders brutaler Anschlag auf den Hauptbahnhof im italienischen Bologna am Morgen des 2. August 1980, welcher 85 Menschen tötete und mehr als 200 verletzte, führte dazu, dass ein paar italienische Politiker ihr Schweigen brachen und einen kleinen Teil dieser Operation enthüllten. Ja, okay, soweit mal das. Also, natürlich gibt es noch einen Unterschied zwischen 9-11, wo man bewusst 3000 Leute umgebracht hat, und dem Einsturz der Wiener Reichsbrücke, der ja nachts erfolgt ist, da wollte man nicht viele Tote sozusagen. Man wollte die Brücke weghaben. Trotzdem praktisch ist das umgesetzt worden durch staatlichen Terrorismus, und der ist bis heute vertuscht. Und deshalb ist das, was ich hier beitrage, Weltpolitik. Versteht ihr? Da geht's um Weltpolitik. Hier befinde ich mich auf der Weltbühne, und deshalb ist es für mich empörend, wenn die Leute, mit denen ich es zu tun habe, das nicht beachten irgendwie, das nicht daran vorbeigehen, das wie so ein einer von vielen Trugreim Unterhaltungsdings. Nein, das ist was, wo ich sage, da müsst ihr müsst euch direkt bei mir melden, persönlich per Mail, ihr müsst aufstehen, ihr müsst die Medien vor allem anschreiben, die Medien müsst ihr anschreiben, sie darauf hinweisen und nicht sagen, ach, das bringt ja doch nichts. Auch wenn es nichts bringt, hat es seinen Zweck erfüllt, weil dann dokumentiert man das. Und dann werden alle diese Journalisten und Medien dafür bezahlen eines Tages. Sie werden abgesetzt werden. Manche müssen hinter Gitter. Als Volksverräter, als Verbrecher, da gibt es ja auch viele andere Fälle, nicht nur was ich habe. Aber die Bevölkerung wird geschädigt durch solche Drecksmedien. Und da müsst ihr was tun. Da geht's nichts, dass ihr nur Konsumenten seid, euch das anhört und ein Like da lasst oder irgendwas. Ich rufe die Bevölkerung auf, etwas zu tun. Und es ist mir ganz wichtig, dass die Journalisten kontaktiert werden. Nicht wegen dem naiven Glaube, dass ich jetzt denke, wenn jetzt da eine, zwei von meinen Fans oder 10 sie anschreiben, dass dann sich die Welt ändert. Aber es ist ein Unterschied praktisch, ob es jetzt nur einer einmal sie kontaktiert hat oder ob es auch andere gemacht haben. Das ist mir wichtig. Ich erwarte das von euch.
Und dann, das ist jetzt dieser Fall. Und jetzt gehen wir zum Fall Duncan McPherson. Habe ich ja gesagt, das ist der andere Fall. Und da ist es so, dass es, habe ich ja erst vor ein paar Tagen gesagt, da ist ein kanadischer Eishockey-Profi im Stubaital praktisch im Gletscher verschollen. Und später ist seine Leiche aufgetaucht, aufgetaut, also viele Jahre später, in einem warmen Sommer, auf der Skipiste aufgetaut. Und dann hat praktisch, jetzt schauen wir erst uns mal ein Video kurz an. Dieses Video hier. Duncan McPherson was a pro hockey player. A first round draft pick of the New York Islanders. Also, Duncan McPherson war ein Profi-Hockeyspieler, ein kanadischer Profi, Eishockey-Profi, und hat gespielt in den USA und war eben bei der Profimannschaft von New York, die New York Islanders. Da hat er gespielt. In the summer of 1989, while touring Europe, he vanished without a trace. Im Sommer des Jahres 1999, oder Moment, welches Datum war das nochmal? Vanished without a trace. Moment. In the summer of 1989. Im Sommer von 1989, während er in Europa eine Rundreise gemacht hat, der hat sich Auto gemietet und ist schon halt durch Europa gefahren. Also während er da in Europa herumgetourt ist, ist er praktisch spurlos verschwunden. While touring Europe, he vanished without a trace. With no help from the police, his parents covered thousands of miles driving all over the Alps, searching. Ohne Hilfe durch die Polizei sind seine Eltern tausende oder hunderte Kilometer durch die Alpen gefahren. Der hat sich halt manchmal gemeldet, dann wussten sie, aha, der ist jetzt gerade in Österreich oder so. Und auf einmal hat er sich nicht mehr gemeldet. Und dann haben sie eben gedacht, oh gut, wo war er zuletzt? Dann fahren wir mal dorthin und fangen von dort an suchen. Und dann haben die Eltern ihn in Europa, in den Alpen, mehr wussten sie nicht, haben sie ihn gesucht. Und das ist das, sein Vater. Daneben ist die Mutter. Und mit denen hatte ich beide also Kontakt, telefonisch und per Mail. Und er erklärt jetzt praktisch, wie ihre Taktik war damals. Er sagt, wenn wir nur das Auto finden, dann wird er in der Nähe sein, praktisch. Das gab ja den Mietwagen. Und dann haben die praktisch Europa nach diesem Auto abgesucht. Also Österreich haben sie gewusst eben. Finally, they found his car at the gondola station of the Stubai Glacier. Endlich haben sie sein Fahrzeug gefunden an der Seilbahn zum Stubai Gletscher. A popular ski resort near Innsbruck, Austria. Einem beliebten Skigebiet nahe Innsbruck, Austria. Also das ist das Auto, das heißt sein Mietwagen. Es war dort für 6 Wochen, ohne dass jemand sich drum gekümmert hat. What happened to Duncan McPherson? Was ist Duncan McPherson passiert? Had he, as the local police suggested, wandered off the beaten track and died in a remote area? Ist er praktisch so, wie die Polizei angenommen hat, einfach von der Piste abgekommen und ist in einem abgelegenen Gebiet umgekommen? Or had he, as certain signs indicated, oder hat er, wie bestimmte Zeichen darauf hingedeutet haben, been the victim of something sinister?
wurde er also Opfer von etwas Geheimnisvollem. Das sieht man jetzt, das ist so eine Pistenraube praktisch. Das sieht man da unten, gehen wir mal zurück. Das hat eben die Ketten, so ein Kettenfahrzeug. Und hinten dran, das ist die Fräse. Die wird dann im Einsatz runtergelassen, dieses gelb-rote Ding. Und dann tut die den Boden praktisch bearbeiten und praktisch so einebnen. Das ist die Pistenfräse. Und das ist die Leistung gewesen, dieses Duncan McPherson, dass er zu Recht davon ausgehen, dass die Gletscherleiche, die da aufgetaut ist, nicht Gletscherleiche, Blödsinn. Das Gletscherleichen, das sind normalerweise, beim Gletscher ist es ja so, dass wenn jetzt irgendwelche Steine oder Gegenstände es da gibt, dann wandern die im Eis nach unten und dann die Steine zum Beispiel werden unten am Boden, wird so zermahlen, dann wird aus den scharfkantigen Steinen werden lauter so rundes Geröll und so. Und es geht aber über Tausende oder Hunderttausende Jahre und so weiter. So werden dann die Steine rundgeschliffen und so weiter. Und das ist also das eine, was wenn man sagt, okay, weil nachher ist ja auch gesagt worden, die Verletzungen des Körpers, das hätte der Gletscher gemacht. Also das macht der Gletscher sowieso nur unten. Am Boden sozusagen. Da gibt es natürlich auch Fälle, wo einfach jemand im Eis eingeschlossen wird und dann, wenn es warm wird, taut er wieder auf. Aber das sind dann keine, ich sag mal, der Ötzi zum Beispiel, das war doch auch so eine Gletscherleiche oder wohin sie den genau gefunden. Aber der ist einfach eingefroren und wieder aufgetaut. Da gab es keine Einwirkungen, also die Einwirkungen des Gletschers, die gibt es eben am Grund und dann ist das was völlig anders, wie das, was nach wenigen Jahren hier bei dieser Leiche gegeben war. Das ist Verblödung wie bei diesem vor allem mit dieser Wiener Reichsbrücke, was da dieser komische Bauingenieur hergelabert hat oder eben die Gutachterkommission und so weiter. Das ist wirklich Verarschung auf der Ebene wie beim nackten Kaiser, wo man das Volk total verdummt. Und so war es dann hier auch. Also. Und er sagt jetzt, also der Duncan, sein Sohn, der konnte nicht einfach verschwinden vom Angesicht der Erde. Man hat ihn noch gesehen um 14.30 Uhr nachmittags. Da war soweit alles, das Wetter gut und the place closes at 4 and there is just vanished. Somebody knew. Jemand muss hier was wissen, sagt er. If it was your child, how long and how hard would you have looked for him? Wenn es dein Kind wäre, wie lange hättest du nach ihm gesucht? Weil die haben ja jetzt erstmal nur das Fahrzeug gefunden, aber nicht ihren Sohn. Und das ist jetzt die Mutter, die Linda, mit der habe ich auch Kontakt gehabt, am Telefon und per Mail. Das ist das Buch von dem John Leake. Über den John Leake praktisch habe ich den Kontakt zu diesen Dings bekommen. Und da gab es die Zeit, wo die alle total begeistert waren von dem, was ich rausgefunden habe. Haben mich in den höchsten Tönen gelobt. Also auch die Eltern selber haben gesagt, jetzt haben sie endlich verstanden, wie es wirklich passiert ist. Und dann war das Problem aber, dass dieser John Leake mit seinem Buch eben bisher etwas ganz anderes schon veröffentlicht hatte, was ganz falsch war. Und davon, das war dann einfach
da wusste er dann nicht, wie er es praktisch, an sich war er ja an der Wahrheit interessiert, aber ihm wäre es halt lieber gewesen, er hätte sein Buch selber schon praktisch, er müsste es jetzt nicht ändern. Und dabei gab es dann eben Schwierigkeiten. Pine Mystery is a story of tremendous love. I just wanted to say goodbye. Perseverance. And the irrepressible desire to know the truth in the face of... So praktisch, so hat man das gefunden. So ist es praktisch in dem, einem heißen Sommer aus der Piste heraus aufgetaut. Die Kleidung und die Skistiefel und so. Und das, sage ich, so wie das gefunden wurde, hat es jemand in eine... nicht in eine Gletscherspalte, da darf man jetzt nicht denken, es gibt ja diese große Gletscherspalte, wo man reinstürzen kann, da fällt man was, weil sie 10 Meter in die Tiefe und so. Nein, es gibt auch so kleine Gletscherspältchen, die was weiß ich, 1 Meter tief sind und so ein ganz kleines Ding. Und so ist er praktisch, in sowas ist er seine Gliedmaßen, sein Körper, seine Skistiefel und so weiter. Das ist praktisch vom Pistenraupenfahrer, der ihn überfahren hat, hier reingeworfen worden. Und so ist es dann Jahre später aufgetaut. A twisted cover. Und for us, the case is closed. And his name was... Und das ist jetzt die Mafia-Polizei. Und er sagt, der Fall ist geschlossen, sein Name wurde gelöscht aus dem System. Was deleted from the system of Kasna. But the injuries itself I could not accept. Und das sagte dieser Mafia-Gerichtsmediziner, dass man diese Verletzungen nicht genau feststellen konnte. Exactly. We never did an autopsy. Why not? What hindered? Das ist der John Leake hier, der Autor. Why not? What hindered you? Remember, he's the guy who went to medical school and has the training to see on a body whether there's possible indications of culpability. What on earth are they concealing? Like, what the hell happened to this guy? So, das ist das Bild. So ist er praktisch. Seht ihr? So ist er dann plötzlich in dem Jahr, ich weiß nicht in welchem Jahr, viele Jahre später ist er so, dass ist das aufgefunden wurde. Dann sind die Fundsachen in die Gerichtsmedizin gebracht worden und da hat man dann versucht, das praktisch so, als ob man das nicht genau sagen kann, also einfach nur sich rausgedreht. So, und wie gesagt, die einzige Leistung von dem John Leake war, zu Recht zu sagen, da ist eine Pistenraube praktisch beteiligt. So, das ist richtig sozusagen. Das ist richtig. Aber jetzt geht es darum, wie? Und da habe ich jetzt diesen Artikel jetzt da geschrieben. Das ist jetzt, das war die Leiche. Und da waren alle mögliche praktisch so... Moment, jetzt machen wir das ein bisschen größer. Und dieser John Leake hat dann einem befreundeten Journalist in Österreich geschrieben über mich praktisch. Und dieser Journalist war jemand, der gerade dran war an dem Fall mit der Wiener Reichsbrücke. Und so bin ich praktisch in den Fall der Wiener Reichsbrücke gekommen und habe dann auch Informationen bekommen, auf die ich sonst so nicht gestoßen wäre, im Fall der Wiener Reichsbrücke. Und der hat ihm geschrieben,
Dr. John Leake, Klaus is a real deal. For my second book, I talked to about 50 doctor, professor, court-certified experts in every field, and none saw what Klaus saw. He would be an invaluable resource for your documentary as long as he behaves himself. Das ist praktisch das Urteil des John Leakes über mich. Und da hat er, Klaus ist the real deal. Für mein zweites Buch habe ich in über 8 Jahren ungefähr 50 Doktoren, Professoren und gerichtlich vereidigte Sachverständige verschiedener Fachgebiete befragt und keiner hat erkannt, was Klaus erkannt hat. Später hat er noch eine andere Mail geschrieben, ich glaube, du bist ein genialer Analytiker. Und das ist praktisch... hier stellt er jetzt sein eigenes Buch vor, das aber letztlich falsch ist, weil, wie gesagt, das ist das Buch auf dem, wo praktisch vor 50 Doktoren, Professoren und gerichtlich vereidigte Sachverständige befragt hat. Und die haben alle geirrt. Und nachher hat er eben zugegeben, dass ich es besser erkannt habe wie die ganzen 50 Experten. Und jetzt schaut euch das an. Seht ihr, das sind die Finger einer Hand und im Bereich der Hand, also im Handballen, da ist es durchgeschnitten und eine Seite ist ausgefranst. Versteht ihr? Und jetzt, und das sind die Beine. Und wisst ihr, und jetzt erkläre ich euch, was hier passiert ist. Was hier passiert ist. Der Duncan McPherson ist, ja, zeigen wir es da, das sieht man, das ist so eine Pistenraube. Und der ist, Duncan McPherson, hat auf der Piste einen Unfall gehabt und konnte nicht mehr weiterfahren. Und um ins Tal zu kommen, hat er dann, das war schon nachmittags praktisch, wo die bald jetzt zugemacht haben auf der Piste und wo dann praktisch, nachdem es zu war, die Piste, dann fahren eben die Pistenrauben und präparieren die Piste für den nächsten Tag. So, und dann war dieser Duncan McPherson eben noch ein Nachtzügler auf der Piste und war verletzt. Und um runterzukommen zu dieser Station, wo er dann mit dem Lift dann weiterfahren kann, wieder nach unten. Und da, er konnte nicht mehr stehen, er hat eine Verletzung und ist dann auf dem Arsch gesessen auf dem Snowboard und ist so runtergerodelt, mit den Beinen voran und dabei konnte er nicht gut lenken. Und es kann auch Nebel gehabt haben und auf jeden Fall dann letzten Endes ist er so seitlich rein mit den Füßen voraus in die Ketten dieser Pistenraube. Und das ist das Entscheidende, weil die haben alle gedacht, praktisch das war praktisch der Fehler von diesen Experten, der Fehler, den sie da gemacht haben, dass sie gedacht haben, die Fräse, die hinten dran, das hat man vorher ja gesehen, wie sie da hinten dran hängt, dass diese Fräse praktisch diese Verletzungen gemacht hat. Aber da geht es um einen grundsätzlichen Denkfehler. Das ist eine schnell drehende Fräse, die kann, wenn du ein Bein dort nachbringst, dann kann die das Bein zerfetzen. Mit der Zeit kann die das in kleine Stückchen vermatschen. Aber was sie nicht kann, die Fräse, sie kann nicht ein Bein oder ein Gliedmaßen in zwei Teile teilen. Und das ist der fundamentale Denkfehler. Dieses, dass das geteilt wurde, das Bein, das ist nur durch diese Kette möglich. Und hier habe ich mit meinem eigenen Bagger, ich habe ja 4 Bagger gehabt, zu der Zeit habe ich noch 3 gehabt, aber da habe ich mit meinem eigenen Bagger das demonstriert. Und zwar mit einem Schweinshaxer.
Und jetzt schaut euch das gut an. Das ist so eng, dass das einfach abschert. Das wird abgepresst, versteht ihr? Das sind keine scharfe Gegenstände, aber das wird einfach abgequetscht. Und jetzt hole ich das hier raus und jetzt schaut her, an einer Seite ist jetzt, muss ich es einfach noch ein bisschen abschneiden. Und das war mir erst peinlich, weil ich gedacht habe, oh je, jetzt kriege ich es gar nicht so richtig hin, praktisch. Aber letzten Endes ist das sogar der perfekte Beweis. Schaut euch an, die eine Seite hat die Haut recht sauber geschert, aber auf der anderen Seite, das ist das, wo ich später noch das Messer gebraucht habe. Und genau das ist das, was man letztlich auch sieht, in diesem, da seht ihr, die eine Seite ist recht sauber und auf der anderen Seite sind die Fetzen. Das ist das typische Bild, wenn es durch sowas abgeschert wird. Und genau das habe ich praktisch gezeigt mit dem Beispiel mit der Hanna, ja. Und dann habe ich es eben noch ein bisschen erklärt. Und der Knochen und das Fleisch von oben wird sauber getrennt. Da nochmal zurück. Ich sage, der Knochen und das Fleisch von oben wird sauber getrennt, sage ich. Ich gehe nochmal zurück. Der Knochen und das Fleisch von oben wird sauber getrennt. Unten beim Rausgehen ist es je nach Maschine unterschiedlich, wie gut die Haut unten abgetrennt wird. Das kann also sein, man muss mit dem Messer nacharbeiten. Genau. Und das ist nämlich auch gemacht worden im Fall hier. Das muss man, aber alle Details, das muss man sich gesondert anschauen. Aber ich hab das wirklich hochgradig gut forensisch gezeigt, wie die Marken auf dem Fleisch, also das muss ich sagen, das hat der Gerichtsmediziner, der hat den Knochen hier durchgeschnitten, hat irgendwie eine Untersuchung gemacht oder so. Also, dass der Knochen hier durchgeschnitten ist, das war der Gerichtsmediziner. Das andere hier, das ist der Oberschenkel praktisch und überhalb vom Knie. Also da nach links, da wäre eben dann noch der Unterschenkel dran, aber überhalb vom Knie ist es auch praktisch. An mehreren Stellen ist der Körper in diese Dings gekommen, in die Kette zermalmt worden. Und dort sind diese Abscherungen und Amputationen erfolgt. Und da sind einfach Markierungen auf der Haut, die ich letzten Endes, wo ich zeigen kann, wie dazu passend praktisch mit diese das sind so Spurbügel, die gehören zur Kette dieses Pistenbullis. Das sind die Spurbügel. Und dort an der Stelle hat diese Eindrücke oder diese das hat so reingestochen und das ist der Beweis praktisch. Ich habe nämlich diese Dinger gekauft, diese Spurbügel einen und habe das damit das bewiesen, dass das der Dings war, also die Ursache dieser Einstiche hier. Die Ursache dieser so leicht gebogenen Einstiche, das sind diese Spurbügel hier. Ich habe es dann mit einem Schweineohr und mit einem Schnitzel habe ich es gezeigt. Und das ist eine forensische Beweisführung. Das hat Niveau. Das ist ein Beweis praktisch. Und wie gesagt,
auch hier bin ich nicht zu dem gekommen, was mir zusteht. In den Medien ist alles voller Scheiße nur. Wird nur Scheiße berichtet hier von den anderen. Das ist ein Skandal. Also da bin ich der Einzige. Und das wird nicht angemessen beachtet. Ich habe es mit Idioten zu tun. Die ganzen Medien hier sind Idioten. Das sind Trugramschwätzer, die von nichts eine Ahnung haben. Versteht ihr? Was ich hier mache, ist eine Genieleistung. Die ist über allem, was an Wissenschaftler und Professoren und aber auch Behörden. Es steht über allem, was die je zustande gebracht haben. Entweder sind sie Idioten oder sind sie Verbrecher. Und das Genie, die Menschheit ist zu dumm, das Genie zu erkennen. Ihr seid ein Drecksgesindel als Völker. Ihr seid Abschaum. Ihr seid einfach geistige Hosenscheißer. Und dann noch vom Teufel ins Hirn geschissen. Und das ist jetzt dieser Fall. Versteht ihr, dass ihr euch gar nicht schämt als Menschheit? Ihr müsstet euch in Grund und Boden schämen, was ihr für Idioten seid. Was ihr für Idioten seid. Und wo ist jetzt das Weib, das ich da manchmal da reingezogen habe? Wo ist die? Wo treibt die sich jetzt hier rum? Moment. Da. Was bildet die sich ein, die AfD zu empfehlen? Es gibt nicht nur Verbrecher und Leute, die, sagen wir mal, politisch irgendwie die falsche Partei wählen oder so, sondern ihr seid... Es gibt keine, die Hanna, das ist eine Wissenschaftlerin, die macht ein Masterstudium in Kassel, irgendwas mit politikmäßig, da Hanna, wenn's jetzt mit dem zu tun hat, was sie da labert. Aber versteht ihr, die fühlt sich als Teil einer, so als ob es praktisch eben, ja, es gibt so die Leute, die denken das Falsche, aber als ob es eine große Gruppe gäbe, die von Leuten, die schon praktisch zum Beispiel die AfD-Wähler oder irgendwie, die denken, man könnte mit einer Partei und so, ich bin aber der Einzige, versteht ihr? Ich habe niemand, wo auch nur einen Finger krumm macht, wo auch nur die Sachen zu Ende denkt, weil ich habe es ja gezeigt, der Dings hier, da gibt's diesen Alwin Schönberger, das ist ja ein kritischer Journalist sozusagen, entsprechend von seinem Artikel, aber auch dem geht's am Arsch vorbei. Ich bringe den Beweis auf der Ebene eines Universalgenies und dieser kleine Hosenscheißer hier, der beachtet es gar nicht. Versteht ihr? Das Weltbild, das die hat, man könnte Teil einer Partei sein. Das heißt ja, es sind noch andere Leute da. Aber das gibt's gar nicht dabei für mich praktisch. Bei mich gibt's keinen einzigen, der irgendwas unternimmt. Versteht ihr das? Was denkt die sich? Die denkt, ihr als Volk seid fähig für eine Demokratie. Ihr seid es aber nicht. Ihr seid Abschaum. Ihr seid Idioten, versteht ihr? Und was? Deshalb bin ich ja gespannt. Ich sende dir das Video, aber die wird es gar nicht angucken. Die bleibt in ihrer Welt, wo sie meint, wir seien eine Gruppe von Leuten, die irgendwie das Richtige erkennen und um das irgendwie umzusetzen,
könnte man eine Partei wählen. Bullshit, ich bin der Einzige, der nicht auf dem Schlauch steht. Nochmal, auch alles, was ihr, die sagt jetzt nicht vieles ganz falsch, die ist schon auf der Spur, aber sie hat trotzdem keine Ahnung, wie die Sachen zusammengehören. Das ist einfach nur Kindergarten. Und dann, jetzt schauen wir uns nochmal an. Ich habe ja gesagt, Sprengung der Wiener Reichsbrücke. Dann habe ich erklärt, wie dieser Fall, wie ich auf die Wiener Reichsbrücke gekommen bin. Eben, dass dieser Autor gesagt hat, ich sei besser gewesen wie 50 Professoren etc. Und dann später aber hat er einfach charakterlos praktisch ein paar Sachen. Also das Wichtige, halt mal, das ist die Wiener Reichsbrücke, Fall Duncan MacPherson, dann hat der Typ praktisch meine Sachen, ohne meinen Namen zu erwähnen, hat er es auf seiner Website verwendet. So als ob er draufgekommen wäre. Das ist charakterlos, ohne Quellenangabe. Ich sage ganz klar, was praktisch meine Leistung war und was seine Vorarbeit war. Aber er, Hanna, diese Fotos sind, gehört noch zu ihm, aber dann hat er, das der Hanna, praktisch alles, was es, wo es darum geht, dass es ja die Dings war, das da Hanna zum Beispiel, das sind meine Erklärungen, das sind alles meine Erklärungen. Das hat er einfach übernommen, ohne mich zu erwähnen. Der Typ ist einfach charakterlich ein Drecksack. Er ist ein charakterlicher Drecksack. Und was mir das Schaden bringt praktisch, dass ich nicht zu dem komme, was mir zusteht. Das ist ungeheuerlich. Das ist ein Verbrecher und ein Drecksack. Charakterlicher Drecksack. Und das ist der Fall. Das ist der Fall. Dings. Und das sind die praktisch die Besitzer. Und letzten Endes praktisch sind die durch mein, also ich was ich hier kämpfe, soll ja auch praktisch denen zugutekommen, den Angehörigen. Gut, das habe ich ja auch nicht geschafft. Aber warum nicht? Weil ich es mit Idioten zu tun habe. Weil eine Menschheit von Idioten praktisch mir entgegensteht. Wenn die Wahrheit rauskommt, müssen die zahlen. Dann müssen die zahlen, weil Mord verjährt nicht. Und das ist etwas, wo was hier gemacht wurde, der Unfall selber, das kann ein Unfall sein, aber dann ist der Körper dieses Duncan MacPherson praktisch dort verbuddelt worden. Das ist nicht von alleine und gewesen. Und da der Kopf und der Körper so an sich unbeschädigt waren und er mit den Beinen voraus in das Ganze reingekommen ist, ist sogar die Möglichkeit, dass er, wenn er mit dem Hubschrauber gerettet worden wäre, also dass er überlebt hätte. Und deshalb ist es, muss man hier von Mord ausgehen. Und das ist der Punkt. Das muss noch einen Prozess geben auch. Okay. So, und das ist jetzt das gewesen. Und zu diesem, also der Kontakt hat sich also
zur Reichsbrücke kam ich über den Journalist, der wieder der Bekannte war von dem John Leake. Und der John Leake, zu dem kam ich wieder über den Mordfall Vöger. Das ist eine Entwicklung gewesen praktisch, wo... Die sich so gestaltet hat. Und in diesem Fall Vöger, da hat die österreichische Justiz einen Unschuldigen verurteilt wegen Mordes mit gefälschten Beweisen. Vorsätzlich, die Polizei hat, hat Beweise gefälscht. Und das, was ich hier zeige, sind drei verschiedene Messer. Und zwar hier unten ist es das Messer 1, das gedreht und gespiegelt. Und in der Mitte ist es zweimal das Messer 2, einmal mit Dings, mit Messerscheide, einmal ohne. Und ganz oben ist es das Messer 3. Und warum es da drei verschiedene Messer gab in diesem Fall, das erkläre ich in diesem Artikel. Und der Professor Dr. Ingenieur Ulrich Briem hat mich bestätigt, dass ich die Bilder aus der Akte richtig ausgewertet habe und nicht praktisch durch irgendwie, also nicht irgendwas verzerrt wurde, indem ich das irgendwie, also bei dem, was ich mit den Bildern gemacht habe, bei der Gegenüberstellung, da habe ich nicht etwas praktisch verzerrt, sodass es die Auswertung falsch wäre. Ja, und das sind alles Weltsensationen. Die Sache mit der Wiener Reichsbrücke, die Sache mit dem Fall Duncan McPherson, die Sache mit dieser Beweisfälschung hier. Ich habe hier viele Monate, ja Jahre habe ich an dem Fall ermittelt und habe so sensationelle Sachen herausgefunden. Und die Idiotengesellschaft, auch hier ist es so praktisch, da gibt es nichts mehr Vergleichbares in dem Fall Angelika Vöger. Und auch hier ist es, versteht ihr, das Genie wird von einer Idiotenmenschheit ignoriert. Auch hier war ich früher viel besser dann auf Seite 1 und jetzt bin ich auch hier, komme ich irgendwo auf Seite 2. Während irgendwelcher True-Crime-Dreck, irgendwelche kleinen, beschissenen Journalisten, die nichts im Hirn haben, der Abschaum, das ist einfach verrückt, versteht ihr? So ein Leben wie ich habe, da könntest du dich umbringen, Das Leben unter euch Arschlöchern ist nicht lebenswert. Ihr seid so ein Abschaum. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ihr haltet euch für eine normale Gesellschaft und wo es eine Partei geben kann, wo die man wählen kann, wo es dann besser wird. Nein, ihr seid ein Abschaum. Ihr seid insgesamt ein dummer Abschaum. Nirgendwo, versteht ihr, hier gibt es Leute, die sagen zwar auch unterm Strich, praktisch war es nicht so, wie die offizielle Version ist. Zum Beispiel der Witwer hier, da und das und das und manche Medien labern da irgendwas. Aber das ist alles Scheiße, was die hier labern. Das ist alles Drecksjournalismus. Das ist lausiger Drecksjournalismus. Die nur Scheiße reden. Versteht ihr? Das ist Abschaum. Abschaum. Das ist nur Dreck. Und wie soll ein Mensch hier nicht, wie soll hier ein Mensch sein Verstand praktisch, wie soll er das verstehen? Es gibt niemand neben mir. Die haben auch
die haben auch, mit dem Witwer war ich ja jahrelang praktisch eng verbunden, von dem habe ich ja auch die Akte bekommen und so weiter. Und aber das sind solche Idioten, mit denen ich es da zu tun gehabt habe. Am Ende ist es ihm einfach, und die haben mir auch in vielem zugestimmt, aber am Ende ist es einfach darum gegangen, die wollten sich nicht praktisch bedingungslos, aber einfach entschlossen auf meine Seite stellen, sagen, ja, wir haben jetzt praktisch, dass ich es eben rausgefunden habe, sondern die haben ihren eigenen Schwachsinn sich zusammengereimt. Sowohl mit diesem John Leake als auch mit dem Schwager Vetter von diesem Witwervöger. Und der war mal bei der Polizei und bildet aber so irgend so ein kleiner Gendarm, aber bildet sich irgendwas ein auf das, was er da in der Polizeischule gelernt hat, ist so ein richtiger kleiner aufgeblasener Provinzpolizist hier, und an solchen Schwachköpfen hängt's. Praktisch. Und dann haben sie noch den Axel Petermann geholt. Und dieser Axel Petermann, der hat auch alles falsch gemacht und hat aber unterm Strich sogar noch praktisch alles auf den Kopf gestellt. Der Petermann geht letztlich davon aus, von der offiziellen Version, dass der Lehrling praktisch der Mörder wäre. Das müsst ihr euch einfach mal gesondert anschauen, weil ich will noch auf einen anderen Fall eingehen. Ich kann nicht die ganze Zeit jetzt... oder soll ich noch was dazu sagen zu diesem Fall? Ich muss hier mal ein bisschen Ordnung machen. Moment. Ein bisschen was kann ich noch dazu sagen. Also, das ist praktisch die Käserei gewesen. Da ist das Ganze passiert. Da sieht man jetzt den Lehrling, wie er vor Gericht ist als Angeklagter. Er hätte die Frau, das Mordopfer hier, die Angelika Vöger, die hätte er erstochen in dem Haus. Und hier das ist der Witwer, das ist die Schwester vom Witwer, da gibt es eben viele Videos auch dazu, zu dem Fall, und soll ich mal ein Video kurz ein bisschen laufen lassen, Angelika Vöger, der Kurier. Die ist in so viele Fälle haben die nur Scheiße produziert. Nur Scheiße. Und was ist da? Ein neues Video von denen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das muss ich kurz mal. Hier mal was. Herzlich willkommen bei der Dienstag. Wir berichten gleich über diese Themen. Kein Ende im Mordfall Green vor über 20 Jahren. Erster Auftritt des neuen Salzburger Erzbischofs. Eigener Verlag, Autor hat sich Traum erfüllt. Viele Wolken bringt das Wetter und kühl wird's. Auch 23 Jahre nach dem Mord an Angelika Vöger in Green sind sich die Angehörigen nicht sicher, wer der wahre Täter ist. Und deshalb ist der Mord heute wieder ein Thema vor Gericht. Die Angehörigen des Mordopfers treffen auf jede Familie, der sie seit Jahren vorwerfen, auch etwas mit der Tat zu tun zu haben. Diese Familie will sich nicht länger beschuldigen lassen. Der gewaltsame Tod von Angelika Vöger im Juni 1990 erlässt den Angehörigen keine Ruhe. Die zweifache Mutter starb damals nach mehreren Messerstichen in Green an ihrem Arbeitsplatz. Wenig später galt der Fall als geklärt. Ein Lehrling wurde nach mehreren für die Angehörigen sehr belastenden Anläufen verurteilt, für das, wie es damals hieß, sexuell motivierte Verbrechen.
Die Angehörigen des Opfers wenden sich dann an die Medien. Es sei nicht richtig ermittelt worden. Ein Vorwurf, in der Hand des Opfers wurden helle Haare gefunden. Sie stammen laut dem Witwer weder vom Opfer noch vom Täter. Schon vor mehr als 20 Jahren sagte er im Tirol heute Interview: Können Sie sich vorstellen, dass das unter irgendwann aufgegeben haben? Anfang des vergangenen Jahres gab es, wie berichtet, eine Anzeige gegen Vertreter der Justiz und der Gerichtsmedizin. Um jene Befangenheit auszuschließen, wurde in Wels geprüft. Dort wurden die Ermittlungen dann 4 Monate später wieder eingestellt, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Jetzt ist der Zivilrichter dran. Der Hintergrund sind etwa Artikel auf der Homepage von Walter Föger. Der Anwalt der Kläger, sie wollen nicht erkannt werden, sagt, es reicht. Was ist der Grund für diese Unterlassungsklage? Die Familie, in deren Anwesen diese schrecklichen 1923 Jahre geschehen ist und die seit Jahren von den Angehörigen des Opfers verfolgt wird, weil sie unterstellen, dass die Familie den Mord begangen oder zumindest als Mittäter tatsächlich dazu beigetragen hätte. Das beginnt ja schon damit, dass der jüngste Spross der Familie doch beschuldigt wird, obwohl er nachweislich im Zeitpunkt des Mordes 400 Kilometer weit weg in der Schweiz war. Wir wollen, dass diese Beschuldigungen aufhören und sie werden aufhören. Herr Föger nimmt heute Vergleichsverhandlungen vehement ab. Ich bin ja nicht auf der Fehlmacht. Mein Vater ist ein Mörderer, meine zwei kleine Kinder, meine Mama erwachsen ist. Das bin meine Kinder und meine Frau schuldig. Da gibt es gar keine Diskussion, da gibt es keinen Vergleich. Sicher nicht. Ich hoffe sogar, dass es zur Klage kommt, dass ich meine Beweise endlich mal vorlegen darf. Gerade einmal 15 Minuten sitzen beide Parteien dann vor dem Richter. Sie kommen für die Öffentlichkeit hörbar, kaum zu Wort, die erschienenen Zeugen gar nicht. Es geht vor allem um den Akteninhalt, die Kosten und Beweisanträge. Dann wird die Verhandlung geschlossen. Da erscheinen beide Seiten ratlos. Die Entscheidung wird schriftlich ergehen. Okay, das hat er dann verloren. Und dann musste er zahlen. Aber nochmal, dieser Walter Föger, der Witwer, hat insoweit recht, dass es praktisch der Falsche verurteilt wurde. Nur bei der Argumentation, warum das so sei, macht er lauter Scheiße. Keiner hilft mir hier, an die Öffentlichkeit zu bringen, was ich herausgefunden habe. Die haben mir zwar intern zugestimmt, aber ich bin eben zu unbekannt sozusagen. Dann hat er den Dings geholt, den Axel Petermann, und der hat letztlich etwas ganz anderes praktisch als Lösung präsentiert. Das völlig dagegen geht, gegen das, was der Witwer denkt. Der Axel Petermann hat so praktisch geredet, als ob der Lehrling tatsächlich der Täter wäre. Und nur weil er so berühmt ist, der Axel Petermann, und praktisch ja, na, hat er den, wie soll man sagen, der hat dem aus der Hand gefressen, dem Petermann, obwohl der Petermann ihm ins Gesicht geschlagen hat mit seine angeblichen Ergebnisse. Das ist sowas von verrückt. Der Mann ist total fixiert auf jemand mit Ansehen. Rühmt er sich noch damit, dass der Axel Petermann sich mit seinem Fall beschäftigt hat, obwohl er ja praktisch vom Ergebnis her ihm gar nicht nützt, sozusagen. Aber er ist so hurenmäßig fixiert auf jemand mit Ansehen. Und deshalb hat er sich von mir praktisch er hat mir so privat zugestimmt, aber er war nicht bereit, der Öffentlichkeit gegenüber zu sagen, dass meine Analyse praktisch zutreffend. Die waren einerseits zu dumm und zu charakterlos. Und wenn ich heute höre, der Hanna, wenn er hier
Also das ist jetzt eine neuere Sendung, wo nur Scheiße geredet wird. Und jetzt hört euch das an. Und der Sache wirklich nachgeht, der in die Mangel nimmt und Zeuge einvernimmt. Blödsinn, dummes Geschwätz. Ich habe die Beweise, und er träumt davor, die Justiz soll Zeugen einvernehmen und der Sache richtig nachgehen. Was denkt er denn, Zeugen einvernehmen? Ich habe die Beweise gefunden und dem geht er nicht nach. Und hier wird er als, hier wird er bedauert, versteht er, als der arme Witwer. Pfui Teufel! Ins Gesicht könnte ich dem Spuck nicht. Ich ins Gesicht könnte ich dem spucken. Überhaupt, versteht ihr, wenn ihr das daheim anschaut, dann denkt ihr, ach, der arme Witwer. Ein Dreck, ich kenne den Typ, ich war bei dem, wir haben gemeinsam praktisch, also ich war wiederholt in Österreich bei dem. Und dann haben wir einmal wir haben eine DNA-Untersuchung machen lassen in Salzburg. Das heißt, wir sind von Reute zusammengefahren nach Salzburg und wieder zurück, haben das dort abgegeben. Und diese DNA-Untersuchung hat damals zu nichts geführt. Aber, ich kenne den Typ. Wir haben uns über Jahre, haben wir praktisch, engen Kontakt gehabt. Was vielleicht 1000 Mails geschrieben. Wir kennen uns. Aber ich könnte ihm ins Gesicht spucken. Er ist der schlimmste Komplize, also wie der schlimmste Komplize der Mörder seiner Frau verhält er sich. Er macht nur Scheiße. Er hat kein bisschen Mitleid verdient. Kein bisschen. Was die machen in diesem Fall. Die hat es vorbei, klar, aber wir kommen einfach nicht zu Fehlurteilen. Drecksgeschwätz. Dummes Geschwätz. Die Leute verhindern es. Alle diese, die hier gebracht werden. Alles nur dummes Zeug. Was die in der Sendung machen. Ja, schlimm. Alles nur dummes Zeug. Ich habe diesen Fall aufgeklärt. Ich habe noch gar nicht alles über diesen Fall praktisch veröffentlicht, weil da gibt's noch was, das kann man so noch nicht veröffentlichen. Aber ich habe den Betrug der Justiz beim Messer austauscht. Das ist das Entscheidende. Und diese Idioten hier, die reden immer nur von den Haaren. Ja, da hat's doch die Haare gegeben. Ja, aber die Haare sind weg. Die sind weg. Versteht ihr? Die sind weg. Also, aber die Fotos von dem Messer, die sind noch da. Und die haben ihre volle Beweiskraft. Ich habe einen Professor, der das bestätigt hat hier, dass die Auswertung fehlerfrei ist von mir. Der Hanna hat's, der Professor Ingenieur Ulrich Priem. Ich habe das, mit seinem Namen bin ich in der Öffentlichkeit, gehe ich ein bisschen vorsichtig um. Hier ist sein Name gar nicht erwähnt. Woanders erwähne ich ihn. Das habe ich hier unkenntlich gemacht. Aber ich beweise, dass es praktisch die Justiz das Messer ausgetauscht hat. Das Tatmesser. Versuche es jetzt hier kurz nochmal darzustellen. Das war der Tatort.
Da ist die Vorderseite, da ist die Hinterseite. Und was passiert ist letzten Endes, erkläre ich so. Moment. Das ist, wird einem Lehrling praktisch gesagt, wie er die Tat begangen haben soll. Da tut's ihm, da gab's ja den Fall vom Bauer Rupp, wo man der Angehörige praktisch unterstellt hat, sie hätte den Mord begangen, die Polizei hat sie so lang bearbeitet, bis die alles Mögliche gestanden haben, und denen hat man auch vorgesagt, was sie sagen sollen beim Geständnis. Und so hat man es hier auch gesagt. Die Polizei hat dem unschuldigen Lehrling praktisch gesagt, was er getan haben soll. Und dabei hat er völlig Sachen gesagt, die naturwissenschaftlich so gar nicht möglich sind. Der Petermann hat nur Scheiße gemacht, hat nichts kapiert von dem, was hier... Das ist natürlich jetzt hier, wenn ich das schnell zusammenfassen soll, das ist eben so umfangreich, da weiß man nicht, wo man anfangen soll. Aber so ist es letzten Endes, also wenn man das sich anschaut, was hier nachgestellt wurde, diesen Stich hier hat es so nicht gegeben, da zeigt er einen Messerstich praktisch. Den gab es nicht. Den gab es erst, als sie auf dem Boden lag, weil sie lag auf dem Boden, auf dem Bauch und nicht auf dem Rücken. Und als sie auf dem Bauch war, hat sie auf dem Boden diesen Stich bekommen. Aber was zutreffend ist, ist dieses Bild und dieses Bild. So hat es begonnen, die Tat. Die Sekretärin saß so an ihrem Schreibtisch, und dann sind zwei Männer reingekommen. Also hier sieht man mal der Polizist, und der hält das Mikrofon oder dieses Diktiergerät, und das daheim ist der beschuldigte Lehrling. Es ist aber praktisch, in Wahrheit ist es so gewesen, hier sitzt die Sekretärin, ein Täter ist hinter ihr, so, und der nächste ist neben ihr. Und das Ganze hat begonnen, dass sie, man muss es als sexuell motivierte Tat betrachten, und das heißt, wenn praktisch der Täter von hinten kommt und ihr an den, sie umklammert, an den Brüsten greift, und dann hat sie praktisch, was man hier jetzt nicht sieht, aber sie hat nach hinten gefasst in seine Haare praktisch, und da wurde sie, ob sie da jetzt schon gewirkt wurde, auf jeden Fall hatte sie in seine Haare gefasst. Und um seine Hand zu öffnen, um ihre Hand zu öffnen, hat ihr der zweite Person, der daneben gestanden ist, praktisch diese Verletzung zugefügt. Er ist mit dem Messer in ihre Hand eingedrungen. Seht ihr das? Das ist jetzt der Arbeitsplatz, da ist jetzt nur die Sekretärin weg. Sie hat hinter ihren Kopf gefasst und den Täter, der hinter ihr stand, an den Haaren gezogen. Und dann hat der zweite, sein Komplize, hat ihre Faust geöffnet mit dem Messer. Und dabei sind Haare praktisch vom Täter in die Hand, tief in die Wunde des Opfers rein. Und als das passiert ist, praktisch, hat der Täter, hat das Opfer ihre Hand, hat sie seine Haare losgelassen praktisch, und hat ihre Hand schnell nach vorne gezogen. Und dabei hat sie diese Blutspritzer verursacht, die aber der Petermann als Spritzer, die vom Messer abgespritzt wären, interpretiert hat. Und er hat das an ihrer Hand hat er als Abwehrverletzung interpretiert. Und hat er alles falsch. Das ist
alles so standardmäßig. Ja, Verletzungen an der Hand, das sind Abwehrverletzungen. Aber der hat keine Ahnung und vom Ablauf gehabt. Und das hier, das ist ein Stich in die Schulter. So an das, in das, direkt so an der Seite praktisch. Und das ist die Vorderseite der Jacke, ihrer Bluse. Und das sieht man ganz genau. Vorne an der linken, an ihrer linken Schulter, da ist das meiste Blut gewesen. Das heißt, da, Hanna, ist sie auf dem Boden im Bauch, auf dem Bauch in der, im Blut gelegen, auf dem Teppichboden. Das ist 100% sicher, weil anders ist es logisch nicht möglich, weil das Blut läuft mit der Schwerkraft nach unten. Und wenn unten nach unten laufen dazu führt, dass es vorne praktisch so diese dunkle Stelle ist, dann ist automatisch logisch bewiesen, dass die Frau auf dem Bauch gelegen ist. Da ist ihr Schulter, ist ihr linke Schulter gewesen in dieser Blutlache und dieses Blut ist das Blut von ihrer rechten Hand und ihrem rechten Arm. Und das sind alles, das sind forensische Beweise, wo ich aber den Scheiß widerlege, was die anderen gemacht haben. Aber die sind zu dumm, versteht ihr? Ich hab's mit Leuten zu tun, die alle zu dumm sind. Ich bin der Einzige, der hier klar denken kann. Und das, wenn ihr das hört, dann denkt ihr, das kann doch nicht sein, da ist doch der Gerichtsmediziner, ist doch ein Professor. Ja, das, eigentlich soll das nicht so sein, sozusagen. Eigentlich sollten die Fachleute was zustande bringen, aber sie bringen nichts zustande. Versteht ihr? Versteht ihr, was die Frau sich vorstellt, wie die Welt sei? Dass es praktisch, es gibt eine Partei und die kann man wählen und so und so und wir sind eine große Gruppe und wir machen Demokratie. Ihr seid doch geistige Hosenscheißer, versteht ihr? Und das ist noch nicht der letzte Fall hier, aber ihr seid einfach dumme, kleine, geistige Hosenscheißer. Nicht ein einziger, nicht einer steht auf meiner Seite. Versteht ihr? Dann sagt er, mag einer sein, ja doch, ich stehe auf deiner Seite. Aber was tust du dann? Du tust nichts, ein Dreck tut ihr alle. Nichts tut ihr. Mein Leben ist die Hölle unter euch Idioten. Versteht ihr? Das sind so viele Fälle, wo das, da geht's nicht um Theorie. Das ist letztlich, was ich hier schreibe. Das sind logische Beweise. Aber ihr seid Idioten und merkt's gar nicht. Ihr seid zu dumm, um zu merken, wie dumm ihr seid. Ihr seid, mein Leben unter euch ist die Hölle auf Erden. Ja? Und, also jetzt nochmal kurz, also das war der Ablauf, das war der Anfang. Hier waren mehrere Leute beteiligt. Im Haus gab's einen, in dieser Käserei wohnten zwei Arbeiter. Einmal dieser unschuldige Lehrling und dann nur ein bosnischer oder so, Boso hat er geheißen, ob als bosnisch oder kroatisch, also vom Balkan, so ein Arbeiter. Und dem werfe ich vor, der ist jetzt mittlerweile verstorben, aber dem werfe ich vor, an der Tat beteiligt zu sein. Und dann hat man in dem Video vorher gesehen, dass sie diesem Sohn des Käsereibesitzers auch vorwerfen, an der Tat beteiligt zu sein. Wo es dann heißt, der sei nachweislich in der Schweiz gewesen. Da bin ich mir nicht so sicher, ob der wirklich dort war zu der Zeit, weil der ist, so wie man da gehört hat, ist der eben oft übers Wochenende nach Hause gekommen. Und das war gerade an einem Wochenende. Die Tat geht nicht nur dann auf, wenn dieser Sohn des Käsereibesitzers
beteiligt war, aber ich sage mal so, diese Überlegung, die da geäußert wurde, ist, die halte ich für durchaus plausibel. Auf das kommt es letzten Endes jetzt nicht an, aber nehmen wir mal an, er wär da gewesen, dann war er die zweite Person und er hatte auch die blonde Haare sozusagen. Das habe ich ja erklärt in diesem, bei diesem Ablauf, wie die Tat praktisch begonnen hat. Mit einer sexuellen Angriff, dann einem Kampf, bei dem die Frau dem an die Haare gezogen hat stark, dann hat der zweite Täter ihre Hand geöffnet mit dem Messer, dann hat sie praktisch die Spuren an der Wand gemacht, indem sie praktisch ihre Hand schnell nach vorne gezogen hat. Dann ist sie gewürgt worden im Sitzen, und als sie bewusstlos war, ist sie auf den Boden abgelegt worden, ist sie hier gelegen, hat die Spuren gemacht. Dann, als sie auf dem Bauch lag, ist ihr in den Rücken gestochen worden und dann ist sie für tot gehalten worden. Dann, wenn es dieser Junior von dieser Käserei der zweite Täter war, dann ist er aber auf jeden Fall in diesem Moment dann praktisch in die Schweiz, also ist er geflüchtet sozusagen. Denn von dem ist dann in dem weiteren Verlauf nichts mehr. Im weiteren Verlauf gibt es diesen Bozo, diesen Mitarbeiter und den Chef selber. Die haben dann eine Rolle gespielt. Und da ist dann aber, wie gesagt, erstmal die Sekretärin bewusstlos gewürgt mit verschiedenen Stichverletzungen auf dem Bauch, hier in diesem Büro gewesen, in diesem Büroraum. Und dann ist der dieser Mitarbeiter Bozo zum Chef gegangen, hat ihm Bescheid gesagt und dann ist der Chef mitgekommen in die Käserei. Und später war es so, dass Moment, das kommt jetzt, glaube ich, das ist jetzt im Zimmer vom Lehrling. Hier ist es praktisch, das Mordopfer liegt auf dem Boden im Zimmer des Lehrlings. Ich sage praktisch, der Lehrling hat mit dem Ganzen nichts zu tun, aber als er nach dem Mittag praktisch zurück in sein Zimmer gekommen ist, findet er in seinem Zimmer die Frau auf dem Boden liegend, Blut überströmt. Und dann hat er praktisch versucht, ihr zu helfen, hat sich selber mit Blut besudelt. Und dann kommen die anderen, die wahren Mörder, kommen dazu und sagen, was ist denn hier los? Ja, hast du die Frau umgebracht? Und so ist praktisch der unschuldige Lehrling dann da beschuldigt worden. Und ja, da gibt's vieles, was ich herausgefunden habe. Aber der Zugang zu dem Ganzen ist praktisch das Messer. Jetzt komme ich nochmal an die Stelle, wo ich gesagt habe, das ist die Käserei, wo man so sieht, wie das Ganze von außen aussieht. So, das ist das, in dem Haus ist das Ganze passiert. So, und das ist das Zimmer von dem Bozo, der Hanna. Dieser Bozo war am Anfang der Tat
der Komplize des einen, also wenn dann praktisch der Witwer Vöger recht hat mit seiner Einschätzung, dass es der Sohn des Käsereibesitzers übers Wochenende da war und er praktisch dieser zweite Täter war in der Anfangsphase, dann war er eben da, der Boso, der Komplize des ersten Täters. Und wenn es so war, dass der erste Täter dann nach dieser ersten Phase des Ganzen dann wieder in die Schweiz geflüchtet ist, dann war er später der Komplize des echten Käsereibesitzer. Denn die Frau hat noch gelebt, praktisch nach dieser Szene, wo ich jetzt gezeigt habe, wie die Frau auf dem Boden liegt, und wo dann der Senior Käsereibesitzer, also also nicht der Sohn vom Käsereibesitzer, sondern der Käsereibesitzer selber, und der Boso da waren, da ist dann praktisch der Boso und der Lehrling sind dann rausgeschickt worden, um Hilfe zu holen. Und dann war der Senior Käsereibesitzer alleine mit dem Opfer. Und in der Zeit hatte das Opfer den letzten tödlichen Stich bekommen. Das Opfer hätte überlebt, das Ganze, was vorher war, hätte das Opfer noch überlebt. Der Arzt war unterwegs und kurz bevor der Arzt gekommen ist, und als sie allein war, offenbar, mit dem Käsereibesitzer, in der Zeit hat das Opfer den tödlichen Stich bekommen. So. Und jetzt kann man sich überlegen, was für ein Motiv der Käsereibesitzer gehabt hätte, wenn man jetzt mal ihn verdächtigen würde. Rein hypothetisch natürlich. natürlich macht es nur dann Sinn, wenn sonst diese Buchhalterin in der Käserei praktisch seinen eigenen Sohn praktisch, wenn sie überlebt hätte, und sein eigener Sohn wäre praktisch verurteilt worden für diese Tat, das wäre das Motiv für den Käsereibesitzer. Aber das tun wir mal so als Überlegungen betrachten. Und jetzt haben wir hier das Zimmer des Boso, dieses Mörderarbeiters praktisch, der in allen Phasen der Tat praktisch ein Mittäter war. Und aus dem Zimmer, sage ich, ist das Messer rausgeworfen worden, in den Garten, da hinten in den Garten, so. Und jetzt schaut euch jetzt Folgendes an. Das ist jetzt da, Hanna. Das sind zwei Bilder. Das Bild bei Schnee, das habe ich selber gemacht. Ich war selber dort vor Ort. Und das andere Bild ist, das habe ich 2016 gemacht, dahinter das Bild. Und überlagert habe ich das jetzt hier mit dem Bild aus 1990. Und jetzt schauen wir uns nochmal das an. Jetzt haben wir die Originalakte. Das ist die Originalakte von diesem Fall. So, und da erkennt man wieder, das ist dieser Garten gewesen. So, und genau. Und da ist jetzt Folgendes passiert. Die haben also das wahre Tatmesser, das blutige Tatmesser, hat der wahre Täter aus dem Fenster in den Garten geschmissen. So, und als dann die Polizei da war und die Polizei ist befreundet mit dem wahren Mörder dort, wurde vereinbart, dass man die ganze Tat dem Lehrling in die Schuhe schiebt. Dann hat man versucht, okay, man holt das Messer, das man in den Garten geworfen hat, und versucht es und sagt, ja, das ist die Tatwaffe, hätte dann einfach gelogen, dass das Messer dem Lehrling gehört. So, dann hat man aber im hohen Gras das Messer nicht gefunden. Dann
hat man das so gelöst, indem man dem Lehrling sein Messer, und das ist jetzt das Messer, das tatsächlich dem Lehrling gehört hat, nur dieses eine Messer, das hat man ihm abgenommen, hat das Messer mitten in das, das ist der Schulgarten gewesen. Dieser Garten hier gehörte also gegenüber, also nahe dieser Käserei ist die Dorfschule und ihren Schulgarten war eben auf dem Grundstück von der Käserei. Die haben denen eben ein bisschen was, ein bisschen Stück da von der Wiese abgetreten und in dem Bereich haben die dann praktisch das eingezäunt, dass das Vieh nicht kommt und frisst und haben dann aber hier da haben so ein Dings, was weiß ich, was sie angebaut haben, Radieschen oder irgendwas. Das ist der Schulgarten gewesen. Und da haben sie dann praktisch einen Polizisten, der nicht in das eingewiesen war, praktisch dann gesagt, schau doch mal im Garten nach. Und damit er auch gut findet, haben sie ihm praktisch das einfach so auf den Präsentierteller gelegt, das Messer. Und dann hat er das gefunden und dann wollte man das praktisch so, dass der Lehrling, das ist sein Messer und er hat es da weggeworfen und die Polizei hat es gefunden. So wollte man es darstellen. Ist es auch so, dass es, was man hier sieht, ist gar nicht die Fundsituation, sondern es gab hier zwei Polizisten. Der böse Polizist ist der Polizist Wolf und der normale, gute Polizist ist der Polizist Fuchs. Und der böse Polizist Wolf, diese Sachen zu verantworten, diese Betrügereien hier. Und der gute Polizist Fuchs hat nachher zugegeben, dass er, als er das Messer gefunden hat, dann war es gar nicht in der Messerscheide wie hier, sondern was man hier sieht, ist ein Tag später das Nachstellen des Messerfunds. Also das, die haben das Messer erst mitgenommen und dann praktisch für die Fotos das am nächsten Tag nochmal so ausgelegt und diese Folie, das soll, damit will man ja praktisch so das schützen, den Fund, aber das ist alles gelogen, das ist alles nur Show sozusagen, das ist nachgestellt. Die haben einfach das Messer mitgebracht, haben es dort hingelegt und haben es aber wäre ja sowieso nachgestellt gewesen. Auch der erste Fund am Tag vorher war ja getürkt, sage ich mal, weil es ja mit dem Lehrlingsmesser gemacht wurde, während das wahre blutige Tatmesser gar nicht gefunden wurde am Anfang im hohen Gras. So, und dann passierte Folgendes. Man hat jetzt, da sieht man, wie die Messer so in der Akte praktisch, wie da jetzt was fotografiert wird und so weiter. Das war das, was ich zur Verfügung hatte, solche Bilder. So, und dann, jetzt gehen wir mal kurz zu dieser Sache hier mit diese. Moment, oder gehen wir mal ein bisschen kleiner, so. Wo habe ich jetzt hier dieses große Bild des Hanne? Okay. Also, und ich habe dann die Bilder so also die habe das gedreht und gespiegelt und gemacht. Und Professor Dr. Ulrich Brehm hat mir bestätigt praktisch, dass ich dabei geometrisch alles richtig gemacht habe und es nicht irgendwelche Verzerrungen auf dem Foto gibt, die ich praktisch, wo meine Auswertung praktisch nicht aussagekräftig wäre. Nein, ich habe alles richtig gemacht. So, und das unterste ist, wie gesagt, das Messer des Lehrlings. Und bei dem anderen Messer hier,
Da sieht man, auf der Rückseite hat dieses Messer solche Kerbe. Und das ist genau das, was der Gerichtsmediziner, hoppla, jetzt ist das Scheißdreck, jetzt ist das verschoben. Moment, ach du Scheiße, ja, so, da ist es nur wieder. Diese Kerben auf der Rückseite, das konnte der Gerichtsmediziner feststellen. Und er hat dann praktisch gesagt, das Messer, das Tatmesser hatte Kerben auf der Rückseite. Und jetzt ist das nicht aufgegangen, was die wollten. Die wollten ja zuerst, also das wahre Tatmesser ist dieses Messer hier unten. Das da, also einmal mit Messerscheide und einmal ohne. Das ist das wahre Tatmesser. Und das da unten ist das Messer des Lehrlings. Aber das Messer des Lehrlings, wenn man jetzt hier die Messerscheide rauszieht, dann wird man sehen, das ist erstens mal 2 Zentimeter länger und es hat keine Kerben auf der Rückseite. Aber das hat doch der Gerichtsmediziner festgestellt, dass das Tatmesser Kerben hat. Das heißt, man hat er dann praktisch alle Fotos, die das Messer des Lehrlings außerhalb der Scheide zeigen, hat man verschwinden lassen. Und hat praktisch das Messer vom Lehrling nur in der Scheide gezeigt. Aber für Fotos, wo das Messer praktisch außerhalb der Scheide ist, dazu hat man ein Messer frei hinzu erfunden. Dieses Messer 3 da oben, das an erster Stelle steht, ist ein Messer, das die Polizei selber entweder ein Privatmesser eines Polizisten oder hat es ein verbrecherischer Polizist einfach im Laden gekauft und hat es praktisch zum Fall dazu genommen, das zu erreichen, dass damit das Messer hier, das oberste Messer und das unterste Messer, solltet eben das gleiche darstellen und dass man sagen kann, das ist das gleiche Messer, das so sieht's aus, wenn man es aus der Messerscheide rauszieht. Und ich habe geometrisch bewiesen, dass die Maße überhaupt nicht stimmen. Schaut euch das zum Beispiel an, wenn man das oberste Messer und das unterste Messer vergleicht. Wenn man hier eine Linie durchmacht, durch diese erste Niete, dann zeigt sich hier, dass das verschiedene Messer sind, weil sonst müsste es auch durch diese Niete durchgehen. Schaut, es geht durch diese Niete, es geht durch diese Niete durch und dann muss es geometrisch auch durch diese Niete gehen, wenn es das gleiche Messer ist. Sonst, das, was man hier sieht, ist der geometrische Beweis, dass dieses Messer oben und dieses Messer nicht das gleiche Messer sind. Und dass das möglich ist durch ein Universalgenie, da war sich die Polizei, das haben sie nicht erwartet. Und hier war in diesem Fall war der berühmteste deutsche Strafverteidiger Rolf Bossi beteiligt. Und weil eine reiche Deutsche aus München hat dem Lehrling die hat sich in den verliebt und hat ihm Staranwälte finanziert. Und so ist der berühmte deutsche Strafverteidiger Rolf Bossi in dem Fall beteiligt gewesen. Und die hätten die das erkannt, was ich hier praktisch beweisen konnte, dann hätten die den Fall gewonnen. Die haben die Wiederaufnahme. Sie haben das Gleiche gesagt, eben, dass es das Messer des Lehrlings keine Kerbe hatte, aber haben dann nur die Schwester als Zeugin, die zwei Schwestern, und das Gericht hat den Zeugen nicht geglaubt. Und so hat, versteht ihr,
Ich bin auch noch besser gewesen wie der berühmteste deutsche Strafverteidiger aller Zeiten, dieser Rolf Bossi, als Staranwalt. Versteht ihr das? Was ich hier an Experten blamiert habe, oder in Serie, versteht ihr? Das ist so unvorstellbar. So viele Experten, und die hören sich alle mir gegenüber wie kleine geistige Hosenscheißer praktisch. Keiner von denen kann mir das Wasser reichen. Und ich muss so ein verrücktes Leben ertragen. Ich muss das ertragen, in dieser Situation, wo ich mich befinde. Dabei bin ich besser wie alle Experten in egal welchem Fachgebiet hier. In egal welchem Fachgebiet. Die können mir geistig nicht das Wasser reichen. Und wie gesagt, und dann, auch das, Frauchen, Denk das immer dran. Es ist egal, welches Fachgebiet hier. Da kommen noch weitere Fachgebiete. Die können mir alle nicht das Wasser reichen. Und du meinst, die AfD wählen hätte irgendeine positive Bedeutung. Ich sag's euch, ihr könnt's alle nicht. Ihr seid alles geistige Hosenscheißer. Und sie ist ja, die studiert irgendwas und hat irgendwas begriffen, dass es da ein paar Verbrecher gibt in der Politik, aber mehr kapiert sie auch nicht. Und und jetzt kommt das dritte Messer ins Spiel, versteht ihr? Dieses wahre Tatmesser, das zweimal in der Mitte ist das wahre Tatmesser. Aber das ist ja bisher noch gar nicht aufgetaucht, sondern bisher hat man das nur gesucht, hat es nicht gefunden, dann hat man erst am Lehrling sein Messer, das da ganz unten, ihm abgenommen, hat diesen Fund arrangiert im Schulgarten. Und dann kommt der Gerichtsmediziner und sagt, ja, aber das Messer muss eine Dings haben, muss Kerben haben. Und dann haben sie dieses oberste Messer einfach gekauft und haben es als Tatmesser ausgegeben, weil es ja Kerben hat. Und da war natürlich nirgendwo Blut des Opfers dran, aber das war denen egal. Die haben auch diesen Fall ohne Fingerabdrücke. Die kriminellen Elemente der Polizei haben die Regel aufgestellt, in diesem Fall braucht man keine Fingerabdrücke nehmen, weil wir sowieso schon wissen, wer der Täter ist. Überlegt mal. Und auf so einer Basis haben die ein Urteil gesprochen. Wo innerhalb der Polizei gesagt wurde, wir brauchen gar keine Fingerabdrücke nehmen, weil wir sowieso schon wissen, wer der Täter ist. Stellt euch dieses Ausmaß an Polizeikriminalität vor. Und dann geht's ja weiter. Dann haben wir ja dieses dritte Messer. Ich habe ja gesagt, es sind drei verschiedene Messer in der Akte. Und wie kam es dann zu dem dritten Messer? Ja, jetzt gehen wir zurück zu dem, wo wir jetzt geschaut haben, wie praktisch wie das gekommen ist mit diesem. In diesem Schulgarten da. Wie das praktisch da gekommen ist. Also, das ist ja jetzt der Schulgarten, merkt euch nochmal mit dem Fund. Und jetzt springen wir nochmal, das ist jetzt die Frau. Da, wo man diese ganze Ding sieht, diese ganze, da, Hanna, das ist es. So. Das ist jetzt ein Foto von der damaligen Zeit. Also,
die haben das wahre Tatmesser aus dem Fenster geworfen und dann ist es irgendwo im Garten gelandet. Beziehungsweise es ist sogar in diesem abgesperrten Schulgarten gelandet. Und da, also auf der anderen Seite, das, was man hier links nicht sieht, da ist die Grundschule. Und ein paar Wochen nach der Tat ist eine 10-jährige Schülerin aus der Grundschule rübergeschickt worden in den Schulgarten, der dort hinter Hannes so abgesperrt ist ein bisschen, und sie hat irgendwas holen sollen, eben für den Biologieunterricht oder einfach, oder wollten sie was kochen oder einfach, sie sollte was bringen aus dem Schulgarten. Und dann ist die aus dem Unterricht darüber, über die Straße rüber, und dann findet die bei diesem, wo sie eben was holen sollte, die wahre Tatwaffe. Und er hat das Messer gefunden, ist schnell zur Lehrerin zurück und er hat es ihr gesagt. Und dann ist praktisch die Lehrerin hat dann alles Weitere übernommen mit dem. Und hat es natürlich der Polizei. Und dabei auf diese Weise, also was sie hier bei das Messerwurf da so angehört, also auf diese Weise ist dann jetzt das dritte Messer und diesmal das wahre Tatmesser auch noch in den Fall reingekommen. Und am Ende hat die Polizei auch alle möglichen Fotos und Sachen gehabt und hat einfach so nach bestem kriminellen Bemühen praktisch irgendwas zusammengeschustert und nicht mit einem Logikgenie gerechnet. Nicht mit dem Universalgenie gerechnet. Und das ist praktisch, so konnte ich denen das nachweisen, diese Betrügerei. Was jetzt noch ein Teil praktisch ist, das auf das ich jetzt nicht eingehe, weil ich mir es nicht sicher sagen kann, aber ich habe hier etwas gefunden, was ich sogar für den, was sogar der Griff dieses Messers sein könnte, auf einem Foto, das ist das, was ich für den Griff halte. Aber das behaupte ich jetzt nicht, das mache ich jetzt nicht zum Inhalt meiner Ausführungen, das erwähne ich nebenbei. Aber während praktisch im Zuge dieser ganzen Geschichte, wo dann diese Polizeifotos, da haben sie so getürkt aufgenommen wurden, und da gibt's eben dieses Foto, und in dieses Foto bin ich dann ganz tief eingestiegen und habe die Auflösung verbessert, die Lichtverhältnisse und so weiter. Und das, was man dort sieht, das ist praktisch in dem hinteren Bereich, ist das, sage ich praktisch, hat man, man hat sich auf diesen Betrug hier mit dem Messer hier konzentriert, deshalb hat man das Foto gemacht, aber in Wahrheit ist im Hintergrund auch noch dieses wahre Tatmesser zu sehen, das ein paar Wochen später diese Schülerin in diesem Bereich gefunden hat. Nur auf das Detail kommt es nicht an. Wenn es auch jetzt nicht so wäre, dass das Tatmesser ist, was man hinter sieht im Hintergrund, deshalb bin ich auf das Ganze jetzt nicht so im Detail weiter eingegangen. Aber wenn man meine PDF sich anschaut, dann könnte das sogar noch eben das i-Tüpfelchen sein unter, auf diesem ganzen Irrsinn hier. Ja, und das ist es praktisch. Das ist die Erklärung, weshalb es drei unterschiedliche Messer hat in der Akte, in der Fotos von der Akte. Und das ist einfach Fakt, versteht ihr? Das ist bewiesen, das ist geometrisch bewiesen. Der Professor Dr. Ingenieur Ulrich Priem hat bestätigt letzten Endes, dass das, was jeder Mensch mit eigenen Augen sehen kann, nicht das Ergebnis irgendwie, sagen wir, dass man dann sagen kann, ja, das sind aber Verzerrungen, das sieht zwar so aus, aber das sind in Wahrheit Verzerrungen. Nein, das ist die Sensation vom Wissenschaftler.
bestätigt, weil ich habe auch Fotoforensiker gefragt, aber die haben keine Ahnung, weil hier geht es um Geometrie. Da kann dir kein Fotoforensiker helfen, sondern schaut euch, wie ich das gegenübergestellt habe. So sind die Messer ja nicht fotografiert, sondern das habe ja ich so gegenübergestellt. Fotografiert wurde das eine Messer so schräg von der Seite, das andere Messer ist so in der Akte gewesen und ich habe die ja praktisch so arrangiert. Aber bei dem, was ich gemacht habe, um sie so gegenüberzustellen, habe ich keinen Fehler gemacht, wo dann manche sagen, ja, das sind Verzerrungen vom Aufnahmewinkel, vom Foto. Genau das kann nur der Geometrieprofessor. Er ist hier die Autorität, was Winkelverzerrungen angeht. Die Dings wissen nur, diese Fotoforensiker, dass es das geben kann. Aber ob ich mit das, was ich gemacht habe, ob das praktisch das Ergebnis verändert oder nicht, das entscheidet der Geometrieprofessor. Und das ist eine weitere Weltsensation, versteht ihr? Der Fall ist schon so lang in den Medien und es sind schon so viele Experten und Professoren, die irgendwas dazu gesagt haben und es sind alles geistige Hosenscheißer, die mir nicht das Wasser reichen können. Und nochmal, dass ich mir noch nicht das Leben genommen habe, unter euch Idioten, das ist nicht normal, versteht ihr? Ein Genie, das unter solchem Abschaum, wie euch als Menschheit existieren muss, das ist nicht normal, versteht ihr? Kommt man jetzt nicht mit Selbstmordzeug, aber das ist einfach, ihr macht eine Gesellschaft, ihr habt eure Universitäten, ihr habt eure Experten, aber immer wieder scheißt ihr euch geistig in die Hose und seid nicht mal dann praktisch fähig, es zu erkennen, wenn euch ein Genie es erklärt. Und versteht ihr, zuerst bin ich mehrfach von anderen als Genie bezeichnet worden. Dann erst habe ich gemerkt, Leute, wenn ich das den normalen Leuten nicht so sage, die sind zu dumm, um drauf zu kommen. Deshalb, ich muss es euch sagen. Versteht ihr, wenn ihr Idioten, wenn unter euch einer etwa ein bisschen was kann oder so, dann kann er warten, bis er praktisch, so steht sogar in der Bibel, man soll sich nicht selber und so weiter, sondern warten, bis man von den anderen die Anerkennung bekommt. Aber ihr seid zu dumm dafür. Ihr seid als Gesellschaft zu dumm dafür. Man kann mit euch nicht warten, bis ihr auf etwas kommt. Man muss es euch sagen. Hier ist ein Genie, aber ihr seid immer noch zu dumm dazu. Ihr bleibt zu dumm dazu. Ihr seid die Hölle auf Erden. Und es geht nicht in euer Hirn rein. Ihr denkt, ich übertreibe irgendwie oder irgendwas. Ihr seid als Menschheit die Hölle auf Erde für jemanden, der nicht so dumm ist wie ihr. Eure ganzen Wissenschaften, das ist, versteht ihr, irgendwie schafft ihr es doch, ein Flugzeug zum Fliegen zu bringen und das und das und das. Und deshalb sagt ihr, geht ihr davon aus, ja eigentlich, ihr geht davon aus, dass das ja gar nicht so sein kann, wie ich sage. Aber doch, es ist so. Auch wenn es Flugzeuge fliegen, aber trotzdem, ich komme immer wieder an solche Fälle, die in den Händen von Idioten sind praktisch. Ihr seid als Gesellschaft zu dumm. Und deshalb, was willst du? Was willst du mit deinen Dings da, Hanna, was du sagst? Lass mir es nochmal sagen hier. And that's true in Argentina, too. Wow. So, jetzt kommt sie. Man kann demokratisch noch etwas tun, um die immer weiter fortschreitende Mündigung des Bürgers einzudämmen. Man kann mit möglichst vielen Menschen darüber sprechen. Ja, das habe ich auch schon gedacht. Damit sie
aufwachen. Man ja, kann ja, ja, aber sie wachen nicht auf. Versteht ihr? Wenn, sie, wenn, wenn die die Erfahrung macht, dass jemand aufwacht, ja, ich habe jetzt ein paar Leute, die mir manchmal ein Like, ein positives Like klicken. Aber sind die aufgewacht? Dazu müssten sie im realen Leben was unternehmen, aber kein Schwein tut es. Man kann in Parteien eintreten. Also sie sagt, man kann wählen gehen, man kann in Parteien eintreten. Nein, das bringt nichts. Ich habe auch die AfD in so viele Fälle schon kontaktiert. Das sind alles Idioten. Die haben irgendwo sagen sie mal was Richtiges, aber unterm Strich kannst alle den Hasen geben. Wobei die einzige Partei, die sich in ihrem Bundestagswahlprogramm 2021 gegen den Great Reset gestellt hat, ist die AfD. Was ich auch unter anderem für den Grund dafür halte, dass sie offiziell als rechtsextremistisch geframed werden. Mit diesem Dings da, Hanna. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie ist es genau bei der AfD, aber die sind ja, ich sag mal, die Seite, wo ich jetzt bei Telegram, wo auch die jetzt erwähnt wird, das sind ja oftmals, sage ich mal, auch Leute, die zum Beispiel, die denken, der Trump sei einer der Guten. Und manche gehen dann noch weiter mit dem QAnon und dem ganzen Scheißdreck. Das ist alles so gelogen und vergiftet. Da ist an dem allem ist was Gutes dran. Ich sag mal, klar nimmt der Trump gegenüber dem politischen Gegner da in den USA beim Thema Abtreibung oder dieses und jenes, klar nimmt er ein paar gute Positionen ein. Und genauso nimmt auch die AfD ein paar gute Positionen ein. Aber unterm Strich ist das alles innerhalb von einem Denkgefängnis. Das ist alles Scheiße. Die sind alle desorientiert. Und das ist mir wichtig praktisch. In so unheimlich viele Fälle bin ich der Einzige, der manche Sachen erkennt. Und wie kommt ihr dann auf die Idee, dass ihr dann aber gerade auf politischem Gebiet mir irgendwas entgegenzusetzen habt? Dass ihr da plötzlich praktisch doch, also versteht ihr, ich bin so oft weit und breit der Einzige, der noch seinen Verstand hat, aber plötzlich tut die so, als ob es eine große Gruppe geben würde, die sich irgendwie, wenn sie sich nur bei der AfD zusammenfinden, Bullshit! Ihr seid geistige Hosenscheißer, die nichts können ohne mich. Also das ist jetzt der Rest, kann man bei mir alles nachlesen. Und vor allem wichtig, die PDF dann aufrufen auf meiner Website. Und das ist eben hier. Und das ist eben die Website von mir. Und so, und dann waren wir ja praktisch, jetzt haben wir den Fall Wiener Reichsbrücke, dann haben wir den Fall Duncan McPherson und den Fall Angelika Vöger. Also die drei Sachen gehören alle zusammen. Erst hatte ich im Fall Angelika Vöger Kontakt mit dem Witwer Walter Vöger, den ich heute in Grund und Boden, also Pfui Teufel,
Das ist das, was die machen, das sind die schlimmsten Feinde. Da bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Wenn ich Gerechtigkeit erlange hier, dann bleibt bei denen kein Stein mehr auf dem anderen. Alles, was sie treiben, ist scheiße. Also der Witwer und seine Unterstützer. Und das war, wie gesagt, der Anfang. Der Fall Vöger. In dem Fall Vöger war dieser John Leake aktiv. Durch den John Leake bin ich zum Fall Duncan McPherson gekommen und über den John Leake dann auch zu diesem Fall mit der Wiener Reichsbrücke. So, und jetzt will ich noch einen Fall erwähnen. Und das ist die Sache mit, ja gut, ich kennt auch noch, wie gesagt, den Fall mit Dings würde ich gern hier, der hat eine andere, gehört in eine andere Kategorie, der Fall Rebecca Rösch, aber eigentlich die andere Sache, das sind alles Fälle, wo ich wirklich, ja, wo es um Beweise geht. Teils forensische Beweise, teils Logikbeweise. Oder kurz kann ich den Fall Sophia Lösche erwähnen. Praktisch dieser Fall ist, soll ich das Video mal kurz laufen lassen? Das Universalgenie teilt mit. Sophia Lösche, tödliche Realsatire. Wenn Beamten Strohdosen töten, Idioten vor dem Volk Krokodil trägt und dann Lebensgefahr für neue Opfer weiter bestehen lässt. Sophia Lösche startet in Gefahr, die es nicht gegeben hätte, ohne die fürchterliche Polizeieinheit beim LKA Stuttgart, Kriminalverbrat Harald Schmidt, korrupte Polizisten und Drecksjustiz sichern bis heute fortbestehende Lebensgefahr. Bis 2000. Sorry. Das Universalgenie teilt mit. Sophia Lösche, tödliche Realsatire. Wenn Beamten Strohdosen töten, Idioten vor dem Volk Krokodil trägt und dann Lebensgefahr für neue Opfer weiter bestehen lässt. Sophia Lösche startet in Gefahr, die es nicht gegeben hätte, ohne die fürchterliche Polizeieinheit beim LKA Stuttgart, Kriminalverbrat Harald Schmidt, korrupte Polizisten und Drecksjustiz sichern bis heute fortbestehende Lebensgefahr. Bis 2013 von Experten der Rat an Fremden, Kennzeichen der SNS und Freunde und das bei dem Fahrer auch Sache. Erst dann das Sicherheitsgewinn und soziale Kontrolle. Ab 2014 kam der Kriminalhauptrat Harald Schmidt und eine Epidemie der Dummheit über LKA, Prävention und Nation. Er ließ den Hinweis weg, es dem Fahrer zu sagen. 2018 starb auf die Fläche und Schmidt hat sich nicht ausgewiesen. Nur und bis heute auch ein Idiotenvolk genau gleich weitermachen. So. Und das schreibt. Was hat ein Junge bei geschlossener Tür? okay. Wo ist es jetzt da, Hanna? Also nochmal. Sophia Lösche starb in Gefahr. Also das war eine andere Anhalterin, die es nicht gegeben hätte, ohne die fürchterliche Polizeidummheit bei LKA Stuttgart, Kriminaloberrat Harald Schmidt, korrupte Polizisten und Drecksjustiz sichern bis heute fortbestehende Lebensgefahr. Bis 2013 gab es so Sicherheitshinweise an Tremper in den Medien. Das haben so erfahrene Tremper mit den Medien zusammen gemacht, dass man die, wenn man jetzt mit jemand mitfährt, das Kennzeichen per SMS an seine Freunde schickt dann das aber auch dem Fahrer sagt, dass man das gemacht hat, weil nur dann gibt es diesen Sicherheitsgewinn, soziale Kontrolle, also dass jemand weiß, okay, mein Name ist bekannt, ich kann mir hier jetzt keinen Mord erlauben. Und diesen wichtigen zweiten Teil des Sicherheitshinweises, es dem Fahrer auch zu sagen, hat praktisch die Polizei weggelassen. Ab 2014 hat dieser Kriminaloberrat Harald Schmidt die kriminalpolizeiliche Prävention der ganzen, von ganz Deutschland praktisch übernommen.
und hat in der Veröffentlichung an den Medien diesen Hinweis weggelassen, es dem Pfarrer zu sagen. Und dann, 4 Jahre später praktisch, ist die Sophia Lösche, die Anhalterin, gestorben, ermordet worden. Aber sie hat sich an diesen Hinweis gehalten, sie hat praktisch Informationen an ihre Freunde weitergeleitet, aber es ist ganz klar, dass es praktisch, weil es ja dieser Hinweis nicht gelautet hat, es dem Pfarrer auch zu sagen, darin muss man hier den Grund sehen, warum sie ermordet wurde ist. Weil der Pfarrer, als er später doch gemerkt hat, dass er nicht anonym war bei seiner Tat, hat er sofort sein LKW angezündet. Das heißt, der hat nur sich das erlaubt, das LKW angezündet, um Spuren zu vermeiden. Also der hat, dem war bewusst, wenn bekannt ist, dass er praktisch, dass sie bei ihm, wenn seine Identität bekannt ist als Mitfahrer, wo sie mitgefahren ist, dann ist er dran. Das war ihm sofort klar. Das heißt, hätte sie ihm gesagt, dass sie praktisch seine Daten weitergeleitet hätte, dann wäre es nie zu einer Tat gekommen. Aber weil die Polizei diese Sicherheitshinweise so verhunzt, sind die Tramper in Lebensgefahr und kapieren es nicht. Und über diesen Fall ist so viel berichtet worden, aber das Entscheidende, dass es ja bis heute dieser Fehler immer noch von der Polizei gemacht wird, über das redet niemand. Ich habe eine Petition gemacht und keiner hat unterschrieben. Also das ist etwas, versteht ihr? Das ist wie eine Realsatire, wo das ganze Volk sich in die Hosen scheißt. Versteht ihr? Ich bin der einzige Klardenkende in diesem Volk hier. In diesem Fall wieder hier. In diesem Fall und in diesem Volk. Und deshalb ist es die Hölle auf Erden unter euch Verrückten. Und das habe ich mehrmals an unheimlich viele Medien, an Behörden und so weiter. Und es geht bei denen rein, da rein, da raus. Es gibt nicht eine Gruppe, versteht ihr, eine Partei, irgendwo, wo die Vernunft noch wäre. Es gibt es nicht. Es gibt nur die Hölle auf Erden für einen Klardenker. Für einen Klardenker seid ihr die Hölle auf Erden. Und das ist also ein weiterer Fall. Und versteht ihr, das ist schon so lange veröffentlicht hier. Aber wer liest es? Wer liest es von euch Drecksabschaum? Wer von euch liest es? Wer klickt sich da rein und liest es dann auch? Ihr elender Teufelsabschaum. Ihr seid für ich kann euch nur wahrnehmen als Kreaturen der Hölle. Weil, schaut euch das an, ihr seid für mich die Hölle auf Erden. Wie kann man so hirnverschissen sein? Wie kann man so endlos hirnverschissen sein? Wie kann ein einzelner Mensch wie ich es ertragen, unablässig mit solchem Idiotenabschaum zu tun zu haben? Wie soll es ein Mensch ertragen? Und jetzt kommen wir noch zum Dings. Und nochmal, ich verlange von euch Arschlöchern, von euch Drecksgesellschaft, ich verlange von euch, dass ihr in eurem realen Leben nicht nur mit diesem Scheiß hier da haben wir online und dann da und Unterhaltung und dann mal ein Like und einen positiven Kommentar. Alles schön und gut, damit kann es anfangen. Aber ich erwarte von euch, dass ihr was Konkretes tut. Sprecht die Schweinehunde auf das an. Sprecht diesen Abscham. Wie soll ich anders von denen, von einer Gesellschaft reden, wo ich, die mein Leben zerstört, die mir das Leben zur Hölle macht in ihrer Dummheit. Versteht ihr? Ich bin 57 Jahre alt. Was hier alles schon zusammengekommen ist, das ist, und dann noch meine Eltern dazu.
Schaut euch das mal an. Das kann ein normaler Mensch in seiner Seele nicht ertragen. Und das ist nicht, dass ich eure psychologische Hilfe brauche. Versteht ihr? Ihr seid das Problem. Nicht in mir ist ein Problem. Ihr als Idiotengesellschaft seid das Problem. Und dann haben wir noch, wie gesagt, den Fall Adrian Lukas, den kennt man auch eingehen. Das ist alles Irrsinn. Ihr kennt diesen Fall aus dem Fernsehen, kennt ihr diesen Fall. Das und immer sagst du nicht, teilt mit. So, hallo, hier ein großes Dossier zum Fall Adrian Lukas. Ihr kennt diesen Fall aus dem Fernsehen, aber die Fernsehsendung Aktenzeichen XY ist auf der Basis der Lügen des Mörders gemacht. Versteht ihr? Da wurde ein Film gemacht und da wurden aber Leute als Zeugen behandelt, die in Wahrheit die Täter sind. Und diesen Irrsinn habe ich schon so lange aufgedeckt und es der Polizei mitgeteilt und eine Strafanzeige gemacht. Und es geht nicht voran. Das und immer sagst du nicht, teilt mit. So, hallo. Das ist, wenn ich hier an das Mausrad komme, dann springt es zum nächsten Video. Das ist das hier das Problem. Jetzt muss ich, lasse die Hände weg. Aber das ist, versteht ihr, das ist auch hier ein Irrsinn, den ich erleben muss. Ich habe Beweise mit diesem Heil, das hat Beweiskraft praktisch. Das lässt sich berechnen, das lässt sich nachweisen, dass dieser Heil, den die Schwester gehört hat, weil ich bin ja mit ihr Kontakt und sie bestätigt es mir gegenüber auch, dass es genau um diesen Hall ging. Wobei sie ist, die ist ein bisschen schwierig. Jetzt schaue ich gerade mal, mit ihr bin ich über WhatsApp in Kontakt und ich glaube, die taucht gerade wieder. Sie ist schüchtern und befürchtet, dass sie praktisch durch mich wahrscheinlich zu arg in die Öffentlichkeit hier, und das ist eben das, weil ich noch der Underdog bin. Sie sind schon klar, ich habe auch dem Vater, der hat mir da ein Interview gegeben, hat es, und die Schwester hat mir das auch mehrfach bestätigt, auch schriftlich bestätigt, dass es so ist praktisch mit dem Hall, wie ich es hier ausgeführt habe. Also wie ich es rekonstruiert habe, mit dem Hall im Hintergrund, dass es sich auf einen Raum im Gebäude beziehen muss und es nicht ein Telefonat von dieser Baustellentoilette aus gewesen sein kann. Das muss man sich halt mal auf meiner Website, muss man sich das halt mal anschauen. Moment, wo bin ich jetzt hier? Das ist hier. Aber die haben es natürlich schwer. Im Grunde müssten sie sich von dem ganzen Scheiß trennen, was sie da bisher mit anderen Medien gemacht haben, weil das alles falsch war. Und das ist die Situation, wie es praktisch auch die Dings, von der auch die Vögel standen. Und das war ihnen einfach zu, da konnten sie sich nicht durchringen. Jetzt der Vater hier, der hat in dem Interview hier ja klar praktisch bestätigt, dass ich recht hatte hier. Hallo Herr Lukas, jetzt wollten kurz ein Interview machen. Sie sind gerade beschäftigt, aber wir haben gesagt, wir können jetzt kurz machen, weil ich gerade einen Artikel schreibe. Ich habe jetzt gerade. Ich gehe jetzt zum anderen Zimmer. Also da, das kann man ja da in dem Artikel dann dort nachschauen. Aber eigentlich müsste das noch viel deutlicher machen praktisch. Sie müssten sich von alle anderen Medien trennen
beziehungsweise denen offen widersprechen, weil das, das ist alles, was man sie gefragt hat, interviewt hat, hat man auf der Basis von diesem Scheißdreck gemacht, wo bei Aktenzeichen XY gekommen ist. Und das ist alles falsch. Also auch das ist eine riesige Realsatire. Und es hat so viele solche Fälle. Und was ich aber noch auf jeden Fall bringen möchte, ist dieser Fall mit dem Badewannenmord. Weil dieser Fall wird jetzt 2023 landet doch nochmal vor Gericht in der Wiederaufnahme. Und dort ist der Irrsinn passiert. Der Irrsinn, dass es praktisch der unschuldige Manfred Genditzki ist wegen Schwachsinn von einem Professor Doktor, von einem Gerichtsmediziner, ist, weil der zu dumm war praktisch, ist er verurteilt worden, der unschuldige Manfred Genditzki, diese Frau ermordet zu haben. Weil man sich's nicht anders erklärt, die Verletzungen an der Hinterseite des Kopfes konnte man sich nicht anders erklären. Dann hat man ihn erst wegen Mordes verurteilt und dann ist er freigesprochen worden auf der Basis eines Gutachtens, eines biomechanischen Gutachtens, welches ebenfalls auch scheiße ist praktisch. Also unsäglicher Irrsinn, unsäglicher Schwachsinn. Jetzt nochmal, jetzt gehen wir ein, Genditzki, Uni Stuttgart. Da hat ein Totalversager von Professor hat hier einen Scheißdreck sich ausgedacht. Und das schauen wir uns jetzt an in diesem Artikel. Das lassen wir jetzt kurz laufen. War das Mord oder doch ein Unfall? Kann es diese Computersimulation beweisen? Ende 2008 stirbt. Das ist der größte Blödsinn, diese Computersimulation. Die 87-jährige Lieselotte Kortüm in ihrer Badewanne hier in Rottach-Egern am Tegernsee. Am Hinterkopf zwei Verletzungen. Das Gericht sieht es damals als erwiesen an, dass er der Täter ist. Manfred Genditzki. Er soll die ältere Dame zuerst niedergeschlagen und dann ertränkt haben. Lebenslange Haft, so das Urteil. Anwältin Regina Rick übernimmt den Fall nach dem Urteil. Sie glaubt von Anfang an an Genditzkis Unschuld. Ich habe mir das Urteil angesehen und da ist mir eigentlich gleich aufgefallen, dass das, was man ihm da vorwirft, nicht zu schaffen ist. Das schafft nicht mal ein russischer Auftragskiller. Blödsinn, dummes Geschwätz, natürlich wäre das zu schaffen gewesen. Nur ist es eben, hat er es eben nicht gemacht. Dem zweifelt sie an den damaligen Gutachten. Erst heißt es auch dort Unfall. Doch später ändern die Gutachter ihre Meinung, für Regina Rick unglaubwürdig und ohne plausiblen Grund. Der damalige Gutachter hatte sich ja ein Badewannenmodell aus Pappe gebaut und hat sich selber in die Badewanne gelegt und hat dann eben behauptet, so könne die nicht liegen bleiben, wenn sie da in der Mitte von der Badewanne steht und diese Kopfspatenatome könnten nicht durch diesen Sturz entstehen. Das stimmt so nicht, wie seine Forschung zeigt. Dieser Versager hier, das ist jetzt der neue Professor praktisch. Erst hat der Erste getrottelt und jetzt der auch. Sinn Schmidt beschäftigt sich an der Universität Stuttgart unter anderem mit biodynamischen Prozessen und bekommt von der Anwältin den Auftrag, ein neues Gutachten zu erstellen. Mit Erfolg. 5 Jahre hat es gedauert, dann steht der Beweis. Diese Information ändert alles in diesem Fall. Alles Schauspielerei. Wir haben getestet und geschaut, ob die beschriebenen Kopfverletzungen auftreten und ob die beschriebene Bewegung zu so einer Endlage führt. Und Blödsinn. Hat funktioniert. Nichts hat funktioniert. In der Weise, dass wir... Das ist ein lebensferner Scheißtrick, den er hier zusammen konstruiert. Der hat mit der Realität nichts zu tun.
als starkes Argument sagen können, dass es sehr wahrscheinlich ist, in angenommenen Positionen vor der Wanne stehend, mal verschoben, kommt es immer oder sehr wahrscheinlich zu einem Sturz in die Wanne hinein, dass der Kopf kontaktiert. Lieselotte Kortüm könnte also sehr wohl Opfer eines Unfalls sein. Und der wegen Mordes verurteilte Manfred Genditzki säße dann seit über 13 Jahren unschuldig im Gefängnis. Kann das Stuttgarter Verfahren auch in anderen Fällen helfen? Es gibt Anfragen von Menschen, die denken, dass in ihrem Fall diese Methode funktioniert. Versteht ihr, das ist Hampelmann-Niveau, das ist Kindskopf-Niveau, das ist Scheißdreck. Der wird euch dargestellt als kompetenter Professor, dabei ist das Kinderkacke. Oder zum Nachweis von bestimmten Dingen eingesetzt werden kann. Und das werden wir natürlich prüfen. Das bedeutet zunächst mal nicht nur für den Fall, sondern insgesamt für die Strafjustiz, dass jetzt vielleicht endlich die Naturwissenschaft Einzug hält in das Strafrecht und den Strafprozess. Unter anderem wegen des Stuttgarter Gutachtens wurde Manfred Genditzki bereits im Sommer dieses Jahres aus der Haft entlassen. Zu groß nun auch der Zweifel der Münchner Justiz am damaligen Urteil. Im nächsten Jahr muss sich der mittlerweile 62-Jährige erneut vor Gericht verantworten. Aufgrund der neuen Beweise hoffen er und seine Anwälte dieses Mal auf einen Freispruch. Ein Gutachter, ein Professor, dümmer wie der andere. Und das Genie ignoriert sie. Jetzt kommen wir zu dem zu meinen Argumenten in diesem Fall. Also, schaut es euch an. Es geht um diese Bewegung. Zurückzukommen, schaffe es nicht, halt mich hier und so, um das ist es gegangen. Und jetzt und dem gegenüber dieser biomechanische Gutachten. Ja, so könnte ein Sturz ausgesehen haben. So ein Dreck. Und jetzt habe ich habe hier verschiedene Argumentationen, also ich habe eine PDF und ich habe da in Einzelbilder das daheim, ich habe es als Video, ich habe es ausführlich erklärt und ich habe auch dieses Video gemacht praktisch. Achso, das ist jetzt wieder das Problem mit Firefox. So, jetzt Moment. Das habe ich jetzt da mit Dings noch gemacht, mit als Nachruf praktisch. Aber um den Idioten entgegenzukommen. Es ist ein Flamingo. So wird das Leben der Frau Kortüm im Rahmen eines Nachrufs nachgezeichnet. Ihr Idioten. Herzlich willkommen zu unserem FBL-Video. Heutige Übung, der Flamingo. Der Flamingo. So, und da geht es jetzt praktisch darum, dass man, hier wird es praktisch als ein Training für den sicheren Beinstand gezeigt. Das Gleiche wird aber nicht nur als Training, sondern auch als ergonomische Bückhaltung. Aber natürlich nicht freistehend, sondern wenn man sich wo hält, so wie hier jetzt praktisch an der Wand, für Leute, die unsicher sind. Aber es geht darum, praktisch bei dieser Bückhaltung, dort, wo man es als ergonomische Bückhaltung macht, schont es den Lendenwirbelbereich praktisch, weil man sich leichter wieder aufrichten kann, wenn man hier ein Gegengewicht hat. Also das ist das Thema Flamingo. So bin ich auf das Thema Flamingo gekommen. So, und jetzt ist es praktisch, was ich zeigen wollte. Die Frau hat sich so praktisch in die Wanne reingebückt und hat den einen Bein nach oben gehoben und deshalb ist sie letztlich so in der Wanne gelandet mit einem Bein über dem
Beckenrand. Und das kann nur ich erklären. Nur so praktisch auf diese Weise kommt man in das Becken rein. Was dieser mit dem einen Bein, was dieser Gutachter hier gezeigt hat, ist einfach reiner Bullshit. Praktisch. Er hat etwas zu Recht. Das Kostüm könnte also sehr wohl Opfer eines Unfalls sein. Das ist alles zu Recht gebogen. Versteht ihr? Die Frau, der hat überhaupt keine Ahnung von dem, was hier passiert ist. Und warum die mit einem Bein in die Wanne gelandet ist und mit einem Bein nicht. Das kriegt man nur hin mit meiner Erklärung, mit diesem Flamingo-Prinzip. Wenn eine Frau, die an der Wanne steht, weder schlägt die sich so der Kopf an auf der anderen Seite wenn es so wäre, wird es auch nicht diese Spuren hinterlassen und sie wird aber auch nicht mit einem Bein rein. Da denkt ihr, das hat der Computer gesagt. Bullshit, das hat der Typ diese hier, Animation. Das hat der einfach so zurechtgebogen. Da ist nichts wissenschaftlich. Das ist reine Scheiße. Der Mann ist erledigt. Der Mann hat sich als Gaukler erwiesen, dieser Professor. Das ist reine Scheiße. Versteht ihr? Schon angefangen mit diesem, warum sie mit dem Bein da drin gelandet ist. Sie ist nur deshalb da drin gelandet mit dem Bein, weil sie praktisch Das kann man schließen. Vögel, alles schließen. Das kann man Adrian Lukas schließen. Nur weil sie mit diesem Dings praktisch. Das ist das einzige Erklärung. So muss man stehen. Und wenn man dann reinfällt, dann nur kann man den Fuß über die Beckenrand bringen. Das ist sonst alles Scheiße, was dieses Drecksgutachten von diesem Totalversager hier erbracht hat. Und habe ich diese Frau als Nachruf, weil das Thema Flamingo, sie hatte praktisch diesen Stand, wenn man den Bein hebt, praktisch, das nennt man den Flamingo-Stand. Und jetzt habe ich eben den Nachruf so gemacht, dass diese Frau Kortüm praktisch wie ein Flamingo im übertragenen Sinne, ach, ist das nicht ein tolles künstlerisches Element da, was mir da, ach, scheiß drauf. Ja, aber es gefällt euch doch. Warum gefällt es euch denn hier nicht, ne? Wenn es euch sonst gefällt, so künstlerische Scheiße? Also, und dann habe ich, das ist sie nochmal eben in der Wanne. Es gibt ja noch ein Video von mir, das ich gemacht habe, und dort habe ich es auf dem Spielplatz auf Fallschutzmaterial gemacht, und dort gibt es einen echten Sturz. Lass ruhig so laufen. Okay. Oder läuft es jetzt gar nicht? Ja, das läuft. Läuft? Sieht man irgendwo die Zahl? Das ist der kleine Sohn von meinem Nachbar. Den habe ich da zufällig getroffen. Ich habe nachher mal Platz gesucht, wo ich das irgendwie ausprobieren kann. Dann habe ich da gesehen, bei der Schule ist ja dieser Ort. Und dann war der Kleine da zufällig da. Und dann hat er mich gefilmt. Und dann zeige ich es praktisch. Die Zeit? Ja, da ja. Unten. Also gut, es läuft. So. Jetzt im angeblichen Badewanne Nord, wo der Herr Manfred Gedicki im Gefängnis musste, zeige ich jetzt, wie das Ganze abgelaufen ist, wie die Frau Kortüm diesen Unfall hatte. Das ist der Beckenrand. Dann ist die Frau Kortüm so gestanden auf dem linken Fuß, hat den rechten Fuß gehoben, so. Dann hat sie sich so rüber an den gegenüberliegenden Beckenrand. Wobei ich muss jetzt ein bisschen so, weil wegen der Örtlichkeit. Dann hat sie mit der linken Hand dieses Tuch rausgenommen und dann hat sie Folgendes versucht. Das, was ich jetzt so mache,
so wieder zurückzukommen. Weil sie das nicht geschafft hat, hat sie sich praktisch unterwegs, ich zeige es gleich flüssig, aber erstmal so, hat sie sich versucht, dann hier so rüber. Aber das ist einfach nicht gelungen, sie ist nicht weit genug gekommen. Und jetzt geht es um diese Drehung, die entsteht, wenn ich jetzt da reinfalle. Achtung! Also, ich versuche zurückzukommen, schaffe es nicht, halte mich hier und... Das ist es, diese Drehung. Diese Drehung ist es gewesen. Und dazu sind sie alle zu blöd. Damals zu blöd gewesen. Man hat ja gehört, der eine Typ hat sich einen Karton gebastelt und er hat sich nicht, der Gerichtsmediziner, eine Wanne aus Karton hat sich reingelegt und hat nicht verstanden, wie diese Drehung zustande kam. Und das, was ich hier zeige, ist die Erklärung. Hätte das dieser Gerichtsmediziner, hätte der mein Ausmaß an Verstand gehabt, dann wäre dieser Manfred Genditzki nie ins Gefängnis gekommen. Aber erst hat ihn der eine Denkversager in der Gitter gebracht und jetzt hat ihn der andere Denkversager mit einer ebenfalls falschen Erklärung praktisch zwar aus dem Gefängnis rausgebracht, aber das ist keine Lösung, dass man in einer Gesellschaft lebt, wo die Verrückten regieren. Einmal auf die eine Seite, anders mal auf die andere Seite. Was ich hier an Dings zeige, ist alternativlos. Was ist jetzt hier los mit dem... Was ich hier zeige, ist alternativlos. Das ist nicht eine Alternative, sondern das ist das einzig Mögliche. Was ist jetzt im Internet los? Läuft hier was nicht? Machen wir einen anderen Browser. Mal nur eben als Zeichentrick. Es ist, Junge, so und so ist passiert. Dann hätte er gesagt, ja klar, das war kein Mord. Aber weil er zu blöd war, ist der Manfred Genditzki jetzt 13 Jahre im Gefängnis gesessen. Und jetzt kommt der zweite, dem glauben sie. Das Einzige, was stimmt, ist, dass der Manfred Genditzki unterm Strich unschuldig ist. Und wenn es sicher wäre, dass es mit diesem Schwachsinnsgutachten, das jetzt aktuell ist, dass er dann auch letzten Endes freigesprochen wird, könnte man ja sagen, ist ja egal wie. Aber es darf hier nur einer kommen, der ein bisschen Verstand hat. Er sagt ja, dieses zweite Gutachten ist methodischer Dreck und zu nichts zu gebrauchen. Und was dann? Deshalb sage ich, so war's. Okay. Weil man verliert hier die Kontrolle, sage ich mal, bei dieser Aktion. Und was wir hier machen, jetzt wahrscheinlich, ist so nicht durchführbar, sondern das wird mehr angedeutet. Was wir getrennt erklären, ist diese, warum, also diese, wie heißt das, Flamingo. Das Flamingo-Prinzip zum Aufheben, das ist, man bückt sich nicht so nach unten, sondern man bückt sich so nach unten. Und hat den hinteren Fuß gehoben und kann sich so wieder leichter aufrichten. So, erst mit der rechten Hand stützt sich so ab, hat ihren Fuß so hinten gehoben, bückt sich dann, das brauchen wir jetzt vielleicht, gut, machen wir es erstmal weg, bückt sich dann hier so nach dem Halstuch. Dann hat sie ja Übergewicht sozusagen. Sie muss jetzt irgendwie wieder zurückkommen. Und wenn sie, also für mich ist das kein Problem, mich hier abstoßen, aber wenn sie das aus irgendeinem Grund eben nicht, sich nicht so gut abdrücken kann, und in dem Moment, wenn sie in so einer Kipp-Position ist, und dann können sie sich noch so ein bisschen abstützen und so rausdrücken, und wenn sie dann aber das Übergewicht hat, und aber die rechte Hand so
auf die gegenüberliegende Seite hat und sie dann fällt, dann dreht sie sich. Genau, und vor allem auch diese Verletzungen, die können nur praktisch richtig erklärt werden, wenn dieser Wannendrehknopf eine Rolle spielt. Nur hat eben dieser erste Gutachter hat einfach nicht verstehen können, wie man, wenn man in die Wanne reinfällt, vorwärts, wie man sich dann hinten an diesem Wannendrehknopf verletzen kann. Und das hat aber auch dieser zweite Gutachter nicht verstanden. Deshalb hat er hier hinten ein doppeltes Aufschlagen auf dem hinteren Rand konstruiert. Und das ist Unsinn. Das ist einfach falsch. Das ist Schwachsinn. Das ist geistiges Hosenscheißerniveau. Dieser Professor, der gehört rausgeschmissen. Der gehört öffentlich geächtet für diesen Dreck, den er gemacht hat. Weil er hat mittlerweile erfahren von mir, was er für einen Scheiß gemacht hat und ist nicht bereit, es zu korrigieren. Beim Fallen. Jetzt kommt die Pointe. Emotional, Achtung. Na, ist das nicht rührend? Habe ich das nicht rührend gemacht, ha? Habe ich das nicht schön emotional gemacht für euch Arschlöcher? Ha? An alles habe ich gedacht. Auch an eure blöden Emotionen. Aber nichts nützt was bei euch Arschlöcher. Ich gebe mir Mühe und mache zu allem Überfluss auch noch so ein romantisches Bild, wo diese Frau, die waren ja gut befreundet alle, wo sie praktisch jetzt noch wie ein Flamingo da über dem Ganzen schwebt. Das ist ja sowas von oh, oh, oh. Aber ihr Arschlöcher, ihr Drecksgesellschaft, ihr seid für alles zu blöd, ihr seid für alles zu blöd. Und deshalb sage ich, Leute, was hier geschehen ist, in diesem Fall, wenn hier die Wahrheit rauskommt, dieser Prozess wird jetzt 2023, dieser Wiederaufnahmeprozess, wo praktisch der eine Blödsinn abgelöst werden soll vom anderen Blödsinn. Wenn Gott ein Erbarmen mit mir hat, nach so vielen Jahren Folter unter solchen Vollidioten, und er hier praktisch die Wahrheit ans Licht kommen lässt, dann seid ihr als Gesellschaft nicht nur dieser Professor, versteht ihr? Das ist ja das ist ja der vorige Professor, das Gericht, die sind ja alles, haben sich ja alles als Idioten gezeigt, und dann der jetzige Professor, die ganzen Medien, und dann muss rauskommen, dass ihr immer noch Idioten seid. Ihr macht in Deutschland, versteht ihr, diese Gesellschaft hat Eliten. Und diese Eliten heute sind geistige Hosenscheißer. Versteht ihr? Ihr müsst als Nation vor mir auf die Knie sinken. Auf die Knie sinken, ihr Abscham, ihr Dummer. Versteht ihr? Und wenn jemand sagt, ja, aber ich gehöre nicht zu den Blöden und den Bösen, dann zeig's doch, du Idiot, dann zeig's doch, nicht nur hier im Internet mal ein Like. Ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst,
die Journalisten anschreiben und auf mich hinweisen und nicht mir erzählen, ach, das bringt doch nichts und so und so. Ihr müsst das jetzt machen, nicht irgendwann, wenn es opportun ist. Versteht ihr? Ich hab's mit Arschlöchern zu tun. Ich hab's mit Leuten zu tun, die mir sagen, ach, aber es bringt ja jetzt nichts und so weiter. Die denken, dann, wenn sich mal der Wind gedreht hat, dann würden sie sich dann auch, dann, und dann denken sie, das wird ihnen etwas bringen. Versteht ihr, wenn es mal opportun ist, auf meiner Seite zu stehen, dann meinen sie, ja, wenn sie dann noch ein bisschen mehr schreien, Hosianna, wenn sie mir dann noch zum Gott erklären, die Arschlöcher. Das könnt ihr euch sparen, ihr Arschlöcher. Jetzt, heute bin ich alleine. Jetzt, heute brauche ich jemand, der es einfach nimmt das Telefon, nimmt das Internet, schreibt E-Mail und schickt mir die Kopien. Das ist unersetzlich. Das ist nicht, wenn ihr denkt, ja, und später mal, wenn es, versteht ihr, wenn sich der Wind mal gedreht hat und es opportun ist, auf meiner Seite zu stehen, dann scheiße ich auf euch. Dann scheiße ich auf euch, Arschlöcher. Weil jetzt ist es. Jetzt kommt es drauf an. Wenn ihr jemand sein wollt, den ich nicht mit den anderen in einen Topf werfen soll, dann müsst ihr es jetzt machen und ihr müsst im realen Leben was machen. Ihr müsst im realen Leben, geht, ich sag's euch nochmal, geht auf die scheiß Journalisten zu und kümmert euch nicht darum, ob das jetzt nach erfolgsversprechend aussieht. Macht es einfach und informiert mich darüber. Es ist unentschuldbar und es ist mit nichts auszugleichen. Später, wenn die Zeit meines Erfolgs kommt, dann ist es mit nichts auszugleichen, was ihr später macht. Dann könnt ihr euch, was weiß ich, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr müsst das jetzt machen. Nur jetzt, wenn ihr sagen wollt, wir sind doch anders. Wir sind doch anders wie die anderen. Und wir haben was verstanden. Dann müsst ihr es jetzt machen und ihr müsst es im realen Leben machen. Und nicht nur ein Like hier bei Dings. Nichts gegen Like, ja, liked mich. Aber macht was im realen Leben. Es muss in euer Hirn dringen. Ich bin ein reales Universalgenie. Und ihr seid auf einem, ihr seid Geschöpfe Gottes. Aber so dumm, wie ihr euch als Gesellschaft mir gegenüber zeigt, seid ihr gar nicht. Das heißt, das ist mystisch. Das ist mystisch. Und man kann es nur mit der Bibel verstehen. Wo es diesen Begriff der Verstockung gibt. Der Verstockung. Darauf gehen wir noch kurz ein. Wo ist jetzt dieses Dings hier? Man kann es unterm Strich, diese Dummheit, diese Verblendung, unter der ich leiden muss, kann man unter dem Strich nur verstehen mit der Bibelstelle bei Römer 1, Vers 28. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Dahingegeben in verkehrten Sinn. Das heißt Irrsinn. Irrsinn. Ihr seid als Menschen in einem Irrsinn, als Gesellschaft seid ihr in einen Irrsinn dahingegeben. Ihr seid oft dümmer als Tiere. Dümmer als Tiere. Und diesen Irrsinn, das ist mystisch. Das ist, ihr seid so dumm, seid ihr nicht geschaffen, wie ihr geworden seid. Ihr seid ein dekadenter Sauhaufen. Und ich sag mal, von dieser Dekadenz, da hat diese, die praktisch, ja klar,
Wenn die jetzt zum Beispiel die AfD gut findet, diese Dekadenz mit diesem Gender-Scheißdreck und so weiter, da sagen wir, okay, das sind die, ich sage mal, die Elite der Dekadenz, die Speerspitze der Dekadenz sind natürlich die Linken. Von daher sind die jetzt, wo jetzt nicht so links sind, auch nicht ganz so verrückt. Von daher ist das ja schon jemand, wo ein paar Tassen im Schrank hat. Das will ich ja gar nicht leugnen. Nur ist alles viel, viel schlimmer, wie sie es sich vorstellt bisher. Und und wenn jetzt manche sagen, ja, aber warum greifst du denn alles so an? Dann sage ich, okay, ich würde euch nicht so angreifen, aber wo sind die Leute, die im realen Leben was machen? Versteht ihr? Es ist zu wenig. Es ist zu wenig, Fan zu sein bei YouTube. Das ist ein Anfang. Aber ich sag's euch, macht was im realen Leben. Kontaktiert die Journalisten. Weist sie auf das hin, was ich hier mache, und schickt mir eine Kopie von dem. Und wenn ich das sehe, versteht ihr, dann kann man darüber reden, dass ich sage, okay, wer das macht, den behandle ich etwas nochmal, weil es muss ja, sagen wir, wie auch immer, die Vergangenheit war, wenn sie nicht beschönigt wird, wenn sie anerkannt wird, was für Missstände da alles aufgetaucht sind, und man dann Einsicht zeigt, ja gut, ich sag mal, man kann jetzt auch in der Erziehung jetzt jemand für einen gemachten Fehler, nachdem er Einsicht zeigt, nicht endlos weiter prügeln, sag ich mal. Wenn es wirklich eine echte Einsicht ist und es auch nicht irgendwie, wie soll man sagen, von den Konsequenzen auch nichts irgendwie geschmälert wird und es auch nicht versucht wird, es zu relativieren und so weiter. Wenn es zugegeben wird und nichts beschönigt wird und man ist einsichtig, ja gut, dann kommt auch mal der Punkt, wo man es dann mal, ja, wo man dann nicht sagen kann, da prügelt man jetzt noch 2 Jahre drauf. Es gibt Sachen im Bereich der Gesellschaftskritik, da werde ich sag mal, ich kann euch als Gesellschaft wirklich nur wirklich ertragen, wenn ich mir die Babysitterkratie vorstelle und dass ihr einfach geistige Hosenscheißer seid und man auf dieser Ebene irgendwie ein gesteigertes Verständnis haben muss, weil ihr einfach geistige Hosenscheißer seid. Nur wenn es ins Kindliche geht, kann man das, was ich über so viele Jahre erleben musste, praktisch irgendwie, ja, das ist der Hintergrund von der Babysitterkratie. Weil von euch, dass ihr plötzlich wieder so einen Experten- und Kompetenzdünkel entwickelt, wo ihr dann wieder irgendwo oben seid und ich, das wird es nicht mehr geben. Das wird es nicht mehr geben. Aber wenn die Haltung grundsätzlich in Ordnung ist, dann muss man auch praktisch muss euer Leben auch erträglich sein können, wie ich mit euch umgehe, sage ich mal. Aber das setzt etwas voraus. Das setzt etwas voraus. Ja, das ist der Fall. Wirklich,
das ist eine Nation, die das einzige Bild, das man hier haben kann, dass ihr als Nation praktisch der Länge nach vor mir auf dem Boden liegt. Ihr seid wie gestolpert und ihr liegt einfach flach. Flach und am Boden zerstört. Weil es ist wirklich ein Trauerspiel, was hier gemacht wird. Das ist, da ist eins dümmer wie das andere. Und das sind eure Eliten, das sind eure Professoren, das sind eure Juristen, das sind eure Journalisten. Und es ist ein einziger Saustall von geistigen Hosenscheißern. Es ist der helle Wahnsinn. Und eben die Hölle auf Erden mit euch. Ja, soweit mal dieses Video. Und das sind jetzt Fälle, wo es um Beweise geht. Ich sage hier, das sind alternativlose Erklärungen in den Fällen, wo ich da habe. Das sind keine Theorien, sondern was dieses Schwachsinnsgutachten gebracht hat, das ist ausgeschlossen. Das ist ausgeschlossen. Beim angeblichen Badewannenmord haben sich alle geirrt. Zuerst Staatsanwaltschaft und Gericht und jetzt auch die Verteidigung. Was hier gebracht wird, ist logisch ausgeschlossen. Das ist ausgeschlossen in jeder Weise. Wenn man das nicht speziell mit diesem Flamingo erklärt, kriegt man keinen Fuß hoch hier von einer alten Frau. Versteht ihr? Das ist ja nicht, dass eine junge Person hier, was weiß ich, irgendwelche Disco-Tänze aufgeführt hat und dabei auch noch mit der Badewanne. Das ist ein altes Weib. Den Fuß überhaupt hochkriegen, das muss schon ganz willentlich und bewusst, und all das hat er auch nicht erklärt. Nichts erklärt er. Es ist alles falsch, was der erklärt, der Typ. Sie ist an der Stirnseite der Wanne verunglückt, an diesem Drehknopf. Und alles ist falsch, was der Typ macht. Und das ist nichts, wo irgendwie... Das ist der Untergang, wo man irgendwie kleinreden kann. Das ist der Untergang dieser Nation. Versteht ihr? Ihr lebt in einer Scheinwelt. In einer Scheinwelt. Und wenn die Realität was gilt, dann ist es praktisch, dann müsst ihr als Nation vor Scham in Grund und Boden versinken. Eure Eliten in dieser Gesellschaft zeigen, was für geistige Hosenscheißer sie sind. Da bleibt nichts von euch übrig als Nation, als wo man sich irgendwas einbilden kann. Ihr seid ein Sauhaufen. Ihr seid ein Sauhaufen. Und es gibt ein Universalgenie, das sich von euch so massiv unterscheidet, dass man einfach nur sich nur vorstellen kann, in einer Babysitterkratie mit einem Babysitterator und geistigen Hosenscheißern. Ja. Ja, und jetzt ist die Frage, was habt ihr Idiotengesellschaft von diesem Video begriffen und was hat es geändert? Das ist jetzt die Frage. Es ist eine verrückte Welt, die nicht, die praktisch, man kann sich diesen Zustand von euch als Menschheit einfach nur erklären, wenn man das Geistliche, wenn die Bibel wahr ist, sonst gibt es keine Erklärung praktisch, wie vernunftbegabte Wesen sich so geistig in die Hose scheißen können. Unvorstellbar. Ja gut, soweit dazu.